Herren. Wir beginnen ganz pünktlich mit unserer heutigen Podiumsdiskussion aus einem Anlass, der, glaube ich, schon es verdient, auch breit behandelt zu werden und der auch in den Medien schon seinen Schatten vorausgeworfen hat, nämlich der 100. Geburtstag von Sophie Scholl, der vielleicht wahrscheinlich wichtigsten Ikone der Weißen Rose und damit des Widerstands gegen den Nationalsozialismus. Und wir freuen uns sehr, hier am Institut für Zeitgeschichte diese Diskussion organisieren zu dürfen mit sehr illustren Podiumsteilnehmern, die ich Ihnen auch gleich vorstellen werde. Ich möchte eins vorweg schicken, das Haus, das Institut für Zeitgeschichte hat mit, ich sag mal, der Familie Scholl insofern eine, oder man kann vielleicht sagen auch der Familie Eicher-Scholl, eine doch sehr besondere Vorgeschichte, insofern als der Nachlass von Inge Scholl bei uns im Institut für Zeitgeschichte im Archiv lagert. Das ist einer der größten Nachlässe, die wir besitzen und man kann vielleicht auch sagen, er ist sehr gut erschlossen. Also er gehört nicht nur zu den größten, sondern auch zu den besterschlossensten Nachlässen des Hauses. Und wir werden gleich sehen, das ist für die Forschung bis heute ein wirklich sehr bedeutsamer Nachlass, wo wir auch sehr vieles heraus wissen und schöpfen können über die Geschichte der Weißen Rose, der Geschwister Scholl und eben auch Sophie Scholl im Besonderen. Ich möchte mich nicht mit langen Vorreden aufhalten. Ich möchte nur eins noch sagen. Wir werden diese Diskussion dann öffnen für das Publikum. Da haben wir eine Ersatzfunktion. Sie können alle Fragen auch während des laufenden Gesprächs in die Chatfunktion hier in Zoom eintragen, reinschreiben. Unser Chefredakteur der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, Thomas Schlemmer, wird die rezipieren und ordnen und uns dann, wenn wir uns der Publikumsrunde zuwenden, dann auch etwas systematisiert geordnet vortragen und dann werden die Podiumsteilnehmer dazu antworten bzw. Stellung nehmen. Also zögern Sie nicht bitte sofort, auch wenn Ihnen was einfällt, mit Fragen oder auch Beiträgen zu diesem wichtigen Thema in den Chat hineinzuschreiben. Das ist die beste Ersatzfunktion, die wir bieten können für eine leibhaftige Diskussion. Und insofern darf ich Sie jetzt nochmal ganz herzlich zu unserer Diskussion begrüßen. Ich beginne gleich mit der Vorstellung des Podiums. Sie sehen, es ist auf meinem Bildschirm zu meiner Rechten, es ist auch unterschrieben, Christine Friederich. Christine Friederich hat Geschichte und Germanistik in Würzburg und München und Straßburg studiert und hat promoviert mit einer Dissertation an der Universität Bielefeld, aber auch in hohem Maße hier in München erarbeitet, über Sophies Schwester, also über Inge Scholl. Und ich zeige Ihnen das Buch hier kurz in die Kamera. Jetzt wundern Sie sich nicht, dass Sie da einen anderen Namen sehen. Das ist also schon Christine Friederich, aber unter ihrem in dem Zusammenhang noch etwas besser bekannten Geburtsnamen Christine Hickel. Und Frau Friederich ist dann, hat sozusagen, also er hat ihre Dissertation gemacht in einem ziemlich bekannten Graduiertenkolleg in Bielefeld mit dem schönen Titel Archiv macht Wissen. Und das erste Wort dieses Dreiklangs hat sie dann auch wörtlich genommen und hat sich dann je länger, desto mehr auch für die Archivlaufbahn interessiert. Sie hat das Archiv hier auch am Institut für Zeitgeschichte, nicht zuletzt durch den Nachlass Scholl, Inge Scholl, kennengelernt, sodass sie dann jetzt in den professionellen Archivdienst gegangen ist und insofern also gewissermaßen an der Basis der Zeitgeschichte und der Geschichte generell arbeitet. Also herzlich willkommen, Frau Friederich, wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. Die zweite Teilnehmerin, die ich ganz herzlich begrüßen darf, ist Frau Dr. Marin Gottschalk, die Sie auf der anderen Seite des Bildschirms hoffentlich sehen. Frau Gottschalk ist hier insbesondere als Autorin dieses, ich zeige Ihnen die Titelseite, weil der Umschlag nicht besonders schön ist, also die neueste Biografie, Wie schwer ein Menschenleben wiegt, Sophie Scholl, eine Biografie. Frau Gottschalk ist ebenfalls promovierte Historikerin. Sie hat an der LMU hier in München promoviert, allerdings über ein ganz anderes Thema, obwohl in der Geschichte über alles mit allem irgendwie zusammenhängt. Trotzdem wollen wir darüber heute nicht sprechen. Ich sage es Ihnen aber trotzdem, sie hat promoviert über
Geschichtsschreibung in der, im späten Mittelalter anhand zweier Sponsoren sozusagen, fürstlicher Sponsoren der Geschichtsschreibung im späten Mittelalter. Und sie hat dann den großen Bogen geschlagen zum Journalismus und zum Schreiben allgemein. Sie schreibt auch Belletristik, sie schreibt auch Kinderbücher, aber eben auch, wie wir sehen hier, diese wichtige Biografie über Sophie Scholl. Sie ist heute Mitarbeiterin und Autorin des Westdeutschen Rundfunks wohnhaft in Leverkusen. Also auch an Sie, Frau Gottschalk, ein herzliches Willkommen und wir freuen uns, dass wir Sie als Expertin für unser Thema haben gewinnen können. Und last but not least möchte ich Ihnen Professor Dr. Hans-Günter Hockerts vorstellen. Herr Hockerts hat, ich will da absolut gleiches Recht für alle walten lassen, hat am Montag in der Frankfurter Allgemeinen diesen Artikel geschrieben über wahre Größe in der Rubrik Gesellschaft, wo es also um die Sophie Scholl geht. Und dafür ist Herr Hockerts auch besonders prädestiniert, weil er sich mit der Thematik schon lange befasst. Er ist, das glaube ich, brauche ich nicht intensiv zu betonen, er ist der Inhaber des Lehrstuhls für Zeitgeschichte an der LMU gewesen und hat die Zeitgeschichte hier in München über viele, man kann sagen, über viele studentische und wissenschaftliche Generationen hinweg geprägt. Er war von 1986 bis zu seiner Emeritierung im Jahr 2009 hier in München in prägender Funktion tätig. Sein Oeuvre ist gewaltig. Da möchte ich jetzt auch vielleicht nicht in die Details gehen, weil wir sonst zu lange brauchen würden. Aber ich will nur darauf hinweisen, dass seine Forschungsschwerpunkte sehr breit gestreut sind in der Geschichte des 20. Jahrhunderts. Und dafür nenne ich Ihnen drei Titel. Einmal ist er ganz entscheidend beteiligt gewesen an der Ausstellung des Dokumentationszentrums Nationalsozialismus hier in München. Und hat auch mit herausgegeben diesen großen Sammelband über München und der Nationalsozialismus. Das ist sowieso ein großes Thema. Es gibt auch ein ganzes Projekt, wo Herr Hockerts zu diesem Thema leitend beteiligt ist. Dann hat er einen Band herausgegeben vor einigen Jahren zusammen mit Günter Schulz über den rheinischen Kapitalismus in der Ära Adenauer, wo man die wirtschaftshistorischen Interessen und Kompetenzen ablesen kann. Und ganz wichtig, jüngst in zweiter Auflage erschienen ein Erbe für die Wissenschaft, die Fritz-Thyssen-Stiftung in der Bonner Republik. Also da sehen Sie auch hier die Verflechtung zwischen Wirtschaft, Kultur und Bundesrepublikgeschichte. Und ich will jetzt nicht weiter ins Detail gehen, aber Sie wissen auch, dass Hans-Günter Hockerts, ich glaube, ich traue mich das mal superlativisch zu sagen, der wichtigste Spezialist für die Geschichte des Sozialstaats in der Bundesrepublik ist und da auch vielfältig publiziert hat. Noch einen Titel möchte ich Ihnen nennen, Distanz und Nähe zugleich, Fragezeichen die christlichen Kirchen im Dritten Reich, ein Band, den er ebenfalls herausgegeben hat, zusammen mit Friedrich Wilhelm Graf. Und das Thema Religion, Zeitgeschichte und auch Nationalsozialismus gehört eben auch zu seinen Schwerpunkten. Und er ist unter anderem auch Mitglied der Jury des Geschwister-Scholl-Preises hier in München gewesen von 2003 bis 2008. Also vielen Dank, Herr Hockerts, dass Sie an dieser Runde teilnehmen. Und wir werden es jetzt so machen, dass Herr Hockerts mit einer kurzen Einführung und einem Statement zu dem Thema beginnt. Ungefähr von 12 bis 14 Minuten dauert das. Und danach werden wir unmittelbar in die Diskussion einsteigen und wir werden über den historischen Gegenstand sprechen. Wir werden auch über die Szenerie im Lichthof sprechen. Wir werden aber auch über die Erinnerungskultur sprechen und die Zusammensetzung unseres Podiums gibt uns da in der Hinsicht alle Möglichkeiten. Damit bin ich erstmal am Ende und würde Sie, Herr Hockerts, bitten, dann gleich medias in res zu geben. Ja, vielen Dank, Herr Wirsching. Guten Abend allen, die zugeschaltet sind, auch wenn ich Sie nicht sehen kann. Kommen wir gleich zur Sache und beginnen mit der Frage, welcher Weg hat Sophie Scholl in den Widerstand hineingeführt? Am Anfang
hat sie ja bekanntlich in der Hitlerjugend mitgemacht. Das wissen wahrscheinlich alle, wie auch ihr Bruder Hans und auch ihre Schwester Inge. Das Elternhaus, christlich-humanistisch, hatte eigentlich keine Nähe zum Nationalsozialismus. Und dennoch haben alle drei sogar Führungspositionen in der Hitlerjugend übernommen. Bei Sophie sah das so aus. Mit 13 Jahren Eintritt in die NS-Jungmädelschaft, so hieß das. Das war im Januar 1934. 2 Jahre später Scharführerin und 1937, 38 sogar Gruppenführerin. Da war Sophie Scholl immerhin verantwortlich für rund 120 NS-Jungmädel, also eine Führungsposition. Die Frage ist, was gefiel ihr denn so sehr an der Hitlerjugend? Bisher hat man angenommen, Zelten und Wandern, Mutproben, Härtetests, Lagerfeuer, Heldenfiebel und dergleichen. Aber in der neuen Biografie von Robert Soske kann man lesen, sie sei in dieser Zeit eine überzeugte Nationalsozialistin gewesen. Diese Formulierung finde ich sehr missverständlich, denn das lässt sich ja so verstehen, als habe Sophie Scholl auch den Kern der NS-Ideologie akzeptiert, also Stichworte wie Rassismus, Biologismus. Es gibt aber keinen klaren Beweis dafür, dass sie sich zu irgendeinem Zeitpunkt damit identifiziert hat. Eher kann man sagen, dass sie diesen Kern lange überhaupt nicht erkannt hat. Und für die Zeit ab 1937, 38 gibt es eine wahre Fülle an Selbstzeugnissen von Sophie Scholl. Und diese Fülle ist, das ist etwas Neues, in den neuen Biografien erstmals wirklich ausgeschöpft worden. Und daher kann man den Menschen hinter dem Mythos erst neuerdings wirklich profund und lebensnah kennenlernen. Und ich muss sagen, als ich das Buch von Maren Gottschalk las, war ich doch überrascht, in welch komplizierter Mischung von Lebenslust und Selbstzweifel, Übermut und Ängsten man in Sophie Scholls Leben begegnen kann. Sie hatte es mit einem so heftigen Ansturm widerstreitender Gefühle und Gedanken zu tun, dass sie einen beinahe exzessiven Hang zur Selbstbeobachtung und zur Selbstkritik entfaltete, den sie dann aber auch wieder mit Ironie brechen konnte. Diese Prozesse der Selbstfindung haben sich über viele Jahre hingezogen und das war jetzt, ist jetzt das Entscheidende, war mit einer oppositionellen Wendung gegen den Nationalsozialismus verbunden. Und die neuen Biografien betonen stärker als frühere, dass sich diese Wende sehr langsam vollzogen hat und dass Sophie wohl erst 1941, 42 von einer punktuellen Kritik zur Fundamentalopposition vorgestoßen ist. Bei dieser Wende, das ist die Frage nach den Triebkräften, spielte eine regelrechte Lesewut eine Rolle. Man weiß ja seit langem, welche erstaunliche Fülle von Literatur die Geschwister und ihr Freundeskreis gelesen und diskutiert haben, literarische, philosophische, theologische Werke. Und damit bauten sie sich eine literarische Gegenwelt auf, auch eine religiöse Gegenwelt. In der Forschungsliteratur zur Weißen Rose hat die Bedeutung der Religion als Motiv für den Widerstand ein merkwürdiges Auf und Ab erlebt. Mal wurde sie hoch veranschlagt, mal so gut wie ganz aus den Augen verloren. Und die neuen Biografien lassen nun keinen Zweifel daran, dass Sophies religiöse Orientierung eine starke Triebkraft für die Abkehr vom Nationalsozialismus war. Und aus meiner Sicht liegt der springende Punkt nun darin, dass es sich um ein existenzialistisches Verständnis von Religion handelte, das ganz auf die persönliche Entscheidung und das individuelle Gewissen abhob. Das gilt für Sophie genauso wie für ihren Bruder Hans, auch für Freunde wie Willy Graf, der einmal schrieb, jeder Einzelne trägt die ganze Verantwortung. Das ist diese existenzialistische Haltung. Und mit solchen Sensoren im Kopf wurde das Bild der NS-Realität immer abstoßender. Und die Frage ist jetzt, worüber hat sich Sophie Scholl empört? Diese Frage ist wichtig, weil man damit einen Maßstab gewinnt, mit dem man ermessen kann, wofür man sie heutzutage in der Erinnerungskultur in Anspruch nehmen kann und wofür nicht. Je mehr man sich von ihrem eigenen Wertesystem entfernt, umso mehr ist eigentlich eine rote Linie der Rezeption.
Im Gestapo-Verhör hat Sophie Scholl fast 12 Stunden lang geleugnet, sie habe gar nichts mit den Flugblättern zu tun. Diese Leugnungsstrategie hatte sie vorher mit ihrem Bruder vereinbart. Aber, und das ist jetzt das Interessante, sogar in dieser Leugnungsphase, bei den Angaben zu ihrer Person, sagte sie etwas, was im Protokoll so vermerkt ist. Ich möchte die Erklärung abgeben, dass ich für meine Person mit dem Nationalsozialismus nichts zu tun haben will. Als hauptsächlichsten Grund möchte ich anführen, dass der Nationalsozialismus die geistige Freiheit des Menschen in einer Weise einschränkt, die meinem inneren Wesen widerspricht. Und diese Botschaft lag ihr so sehr, dass sie sie sogar in der Leugnungsphase zu Protokoll gegeben hat. Eine ganze Reihe weiterer Selbstzeugnisse belegt dieses Hauptmotiv, nämlich die Empörung über eine Zwangsherrschaft, die elementare Freiheitsrechte mit Füßen tritt. Ein weiteres Widerstandsmotiv, der Krieg. Schon ganz am Anfang, früher noch als ihr Bruder und ihre Freunde, schon im September 1939 schrieb sie an ihren Freund Fritz Hartnagel etwas Grundsätzliches gegen den Krieg. Ich kann es nicht begreifen, steht es da in dem Brief, dass nun dauernd Menschen in Lebensgefahr gebracht werden von anderen Menschen. Ich kann es nie begreifen und finde es entsetzlich. Sag nicht, es ist fürs Vaterland. Und mit diesem einen Satz, sag nicht, es ist fürs Vaterland, wischte sie die große Selbsttäuschung beiseite, der sich damals so viele Deutsche hingegeben haben, nämlich man müsse aus Liebe zum Vaterland Hitlers Krieg unterstützen. Veto. Und was sie später in den Briefen erfuhr, die ihr Freund Fritz von der Front schickte, konnte das Erschrecken über die Brutalität des Krieges nur erhöhen. Im Juni 1942 las sie zum Beispiel, ich zitiere wieder, es ist erschreckend, mit welcher zynischen Kaltschnäuzigkeit mein Kommandeur, das schreibt ihr Freund Fritz, mein Kommandeur von der Abschlachtung sämtlicher Juden des besetzten Russlands erzählt hat. Ich saß mit klopfendem Herzen dabei und wie froh war ich, als ich wieder allein auf meinem Feldbett lag und zu dir, also zu Sophie, und meinem Gebet flüchten konnte. Ich möchte hier einschieben, dass ihr Freund Fritz sie im Herbst 1940 fragte, was sie von dem Begriff Volk hält. Das war damals eine zentrale Frage, denn die völkische Ideologie hat ja das Volk zum Höchstwert erhoben. Und von diesem dieser Höchstwert gab dann den Freibrief für die Zerstörung von Grund- und Menschenrechten. Und in Sophies Antwortbrief steht, sie habe jetzt nicht die Zeit für lange Ausführungen, aber eines sei doch klar, die Gerechtigkeit steht höher als das Volk. Bei einem Kampf müsse man sich auf die Seite der Gerechtigkeit stellen, ungeachtet der Volkszugehörigkeit. Wer heute mit völkischen Tönen daherkommt, hat also aus diesem Grund und anderen Gründen kein Recht, sich ausgerechnet auf Sophie Scholl zu berufen. Nun zu der Frage, wie hat Sophie Scholl im Widerstandskreis der Weißen Rose agiert? Da muss ich zunächst ein kurzes Wort zur Quellenlage sagen, denn je mehr man sich dem konspirativen Kern des Geschehens nähert, umso schwieriger, umso lückenhafter wird die Quellenlage. Das ist ja auch selbstverständlich, das hängt mit dem Charakter des Konspirativen zusammen. Höchstwahrscheinlich haben Hans Scholl und Alexander Schmorell die Flugblätter 1 bis 4 im Sommer 1942 ganz allein hergestellt und ganz allein vertrieben, ohne irgendeine andere Person auch nur zu Mitwissern zu machen. Das ist die herrschende Lesart sozusagen, für die es Quellenindizien gibt. Aber es gibt auch eine Quellenspur, die Sophie Scholl näher an das konspirative Geschehen heranrückt. Diese Spur ist allerdings nicht zweifelsfrei. Ganz anders sieht die Sache aus in der zweiten Phase der Widerstandsaktionen. Die begann im November 1942 nach der Rückkehr von Hans und Alexander aus Russland. Als es im Januar 1943 um die Produktion des 5. Flugblatts ging und die Verteilung, da gehörte Sophie Scholl ganz eindeutig zu den logistischen Hauptakteuren. Beim Organisieren von Papier, von Umschlägen, Briefmarken, beim vervielfältigen Versenden, Verteilen, einschließlich sehr gefährlicher Kurierdienste in andere Städte.
Die Frage steht im Raum, ob es für Sophie Scholl schwierig war, sich in einer männlich geprägten Gruppe durchzusetzen. Es gab zweifellos patriarchalische Töne in der Gruppe. Zum Beispiel durfte Sophie Scholl nicht bei den Graffiti-Aktionen mitmachen, mit denen die männlichen Mitglieder der Kerngruppe nachts Widerstandsparolen an Hauswände und Mauern gemalt haben. Sophie Scholl wollte da mitmachen, durfte aber nicht. Das sei zu gefährlich für ein Mädchen, entschied Hans Scholl, der führende Kopf. Es leuchtete Sophie Scholl jedoch überhaupt nicht ein, warum der innerste Kreis des Widerstands bloß Männersache sein solle. Und daher arbeitete sie sich zielstrebig und mit Erfolg vom Rand des Kreises in dessen Zentrum hinein. Und schließlich bei der spektakulärsten Aktion, der Streuaktion in der Universität München am 18. Februar mit den flatternden Flugblättern, da stand sie zum ersten Mal allein mit dem Bruder ganz im Zentrum. Diese waghalsige Aktion, die ja bekanntlich zur Verhaftung geführt hat, ist ein Höhepunkt jeder Erzählung über die Weiße Rose. Aber die Deutung ist sehr umstritten. War es ein bewusst gewählter Opfertod? Manche sehen das so, aber das ist nachweislich falsch. Hat es eine telefonische Warnung gegeben, die zu einer Kurzschlusshandlung geführt hat? Das wird oft vermutet, aber das lässt sich widerlegen. Mit Hilfe der erst seit kurzem zugänglichen Tagebücher des mutmaßlichen Warners, nämlich Othel Eicher. Haben die Geschwister aus Leichtsinn alle Vorsicht fahren lassen? Mit dieser Frage berühren wir einen neuralgischen Punkt, denn es gibt einen Standardvorwurf und der lautet, die Geschwister hätten ohne jede Vorsicht nicht nur sich selbst, sondern auch die ganze Gruppe ans Schlachtmesser geliefert. Mit diesen Worten, ans Schlachtmesser geliefert, hat Sebastian Haffner es einmal abgelehnt, in München eine Weiße Rose Gedächtnisvorlesung zu halten. Er wurde eingeladen, aber hat mit dieser Begründung gesagt, nein. In dieser Hinsicht ist jedoch Bewegung in die neuere Forschung gekommen, mit dem Ergebnis, dass man die Rationalität der Aktion des 18. Februar um einige Grade höher veranschlagen muss, als das bisher üblich ist. Die Geschwister handelten im Einverständnis mit ihren engsten Mitstreitern und sie gingen mit einem Notfallplan ans Werk, den sie nachweislich, und das ist neu, nachweislich vor der Aktion verabredet haben. Also als Vorsichtsmaßnahme. Dieser Plan lief auf eine Leugnungsstrategie hinaus, die ganz auf den Ort und die Zeit des Geschehens abgestimmt war und die eine ganze Reihe überprüfbarer Details enthielt. Diese Leugnungsgeschichte war so tragfähig, dass beide immerhin fast 12 Stunden lang im Verhör auf dieser Basis leugnen konnten. Da meine Zeit fast abgelaufen ist, nur ein paar wenige Stichworte zu der Frage, wie kommt es denn, dass Sophie Scholl heute das wohl bekannteste Gesicht des Widerstands gegen Hitler ist? Man sollte da 3 Prozesse des Hervorhebens unterscheiden. Erstens, Hervorhebung der Weißen Rose aus dem Gesamtumfeld der Geschichte des Widerstands. Dazu hat Christine Friedrich geforscht, sodass ich dazu jetzt erst einmal gar nichts sage. Zweitens, Hervorhebung der Geschwister Scholl gegenüber den anderen Mitgliedern des Widerstandskreises. Da hat zweifellos der gewaltige Erfolg des Buchs von Inge Scholl etwas mit zu tun. Das Buch Die Weiße Rose, 1952 zum ersten Mal publiziert, viele Neuauflagen, mehr als 1 Million Exemplare allein im deutschsprachigen Raum und in 13 Sprachen übersetzt. Dieses Buch hat die Geschwister Scholl zum Synonym für die Weiße Rose gemacht. Ja, und drittens die Hervorhebung von Sophie gegenüber ihrem Bruder. Das hat sicher etwas damit zu tun, dass Sophie nicht nur das jüngste, sondern auch das einzige weibliche Kernmitglied der Weißen Rose war. Somit auch die einzige Frau auf dem Schafott der Verfolger. Das sind, wie gesagt, nur ein paar Stichworte, die keineswegs hinreichend erklären, warum der Name Sophie Scholl heute so viel Strahlkraft hat und die schon gar nicht erklären, warum dieser Name oft auch missbraucht wird. Missbraucht als Reklameschild
für Haltungen und als Projektionsfläche für Botschaften, die mit ihrem Wertesystem und mit ihren Handlungsbedingungen gar nichts zu tun haben. Aber darüber können wir ja gleich diskutieren. So viel vorweg. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und jetzt stelle ich mich stumm, weil Herr Wirsching übernimmt. Ja, lieber Herr Hockertz, ganz herzlichen Dank für diesen stimulierenden Impuls. Und Sie werden sich mit Sicherheit auch wieder lautschalten, damit wir weitere Gespräche führen können. Also ich glaube, das hat uns schon ein gutes Panorama gegeben für den Einstieg und ich würde gleich mit der Diskussionsrunde anfangen und das Wort an Frau Gottschalk richten. Zunächst mal haben Sie sicherlich die eine oder andere Idee, wo Sie sich gerne einhaken möchten zu dem, was Herr Hockertz gesagt hat. Trotzdem verbinde ich das mal mit einer etwas allgemeineren Frage. Also wenn man sich Ihre schöne Biografie über Sophie Scholl anguckt, dann hat man ja den Eindruck, dass eigentlich der ganze erste Teil eine Geschichte, eine teilweise gut dokumentierte Geschichte so eines Coming of Age ist. Und Herr Hockertz hat es ja auch sehr schön gesagt, das ist also ein exzessiver Hang, kann man fast sagen, von Selbstbeobachtung und Selbstkritik und ein heftiger Ansturm widerstreitender Gefühle und Gedanken. Also wie das bei, ich würde mal sagen, späten Teenagern in dem Alter nicht so ganz ungewöhnlich ist. Da geht es um Sinnsuche, viele Suchbewegungen. Es geht natürlich um die Frage der Liebe. Es geht um Religion. Da war es natürlich auch vor dem Hintergrund des Elternhauses natürlich von Bedeutung und so fort. Also das ist ein sehr interessanter, auch psychologisch interessanter Durchgang durch ein entsprechend junges Leben, was von Selbstbeobachtung, Selbstkritik und komplizierten Außenbeziehungen geprägt ist. Und dann, und das wäre die Frage, hat man doch stark den Eindruck, dass es dann eine sehr starke Zäsur gibt in diesem Leben. Und das ist der Augenblick, wo Sophie Scholl 1942 anfängt, in München zu studieren. Also wie viel sie studiert hat, ist noch eine andere Frage. Aber sie kommt ihrem Bruder wieder viel näher, vielleicht so nah wie bisher überhaupt nicht, lernt seinen Freundeskreis kennen und fängt an, offensichtlich doch, so ich folge jetzt ihrer Biografie ein bisschen, sehr viel zielgerichteter auch in ihren Suchbewegungen, aber dann auch in ihren Aktionen zu werden. Herr Hockertz hat ja darauf hingewiesen. Also ich würde Sie gerne fragen, wie Sie diese Zäsur einschätzen oder ob es vielleicht auch weniger eine Zäsur ist, ob man das eventuell auch ein bisschen relativieren muss. Und dann kommen wir sozusagen zu weiteren Fragen, die uns interessieren. Frau Gottschalk, bitte. Ja, also ich sehe die Zäsur auf jeden Fall. Aber für mich gehört dazu tatsächlich die Zeit im Reichsarbeitsdienst. Diese Zeit, deswegen habe ich in meinem Buch auch mit dieser Zeit angefangen, da konzentriert sich aus meiner Sicht für Sophie Scholl nochmal, da ballt sich alles nochmal zusammen. Rausgenommen zu sein aus der Nische, aus Ulm, aus der Familie, mit dem Freundeskreis, mit dem man noch irgendwie auf derselben Wellenlänge war, mit dem man über alles sprechen konnte, hineingesetzt in dieses Zwangssystem des Reichsarbeitsdienstes, dann ja 6 Monate und dann nochmal 6 Monate Kriegshilfsdienst. In dieser Zeit stellt sie alles auf den Prüfstein, ihren Glauben, ihre Liebe, sich selbst. Und ich glaube, dass sich dieser Zwang bei ihr nochmal zu so einem Gefühl verdichtet, dass sie herauskommt, wirklich mit dem Gefühl, jetzt bin ich auch bereit, was dagegen zu tun. Ich glaube, dass der Reichsarbeitsdienst da eine wichtige Funktion hatte. In den Weihnachtstagen 1941, also da ist sie noch im Reichsarbeitsdienst, sind ja Predigten des Bischofs Galen in dem Briefkasten der Scholls aufgetaucht, von Hand abgeschriebene Texte. Ich könnte mir vorstellen, Inge Scholl deutet das an, wir müssen nicht immer alles glauben, was Inge Scholl erzählt hat, aber dass das eine Idee, die Idee, man könnte Texte vervielfältigen, vielleicht zwischen Hans und Sophie auch diskutiert worden ist. Denn diese eine Quelle, die Herr Hockertz gerade angedeutet hat, die Sophie hat ja schon, bevor die Flugblätter von Hans und Alexander erschienen sind, diese 4 Flugblätter, von denen ich auch glaube, dass sie da nicht dran beteiligt war, aber vorher hatte sie ihren Freund Fritz um Geld gebeten, für einen guten Zweck, wie sie sagte, aber er wusste, dass es sich um was Illegales handeln würde, und um einen Bezugsschein für einen Vervielfältigungsapparat, den sie dann nicht bekommen hat. Das heißt,
ich glaube, dass die Idee, was können wir tun, dass das zwischen den Geschwistern durchaus diskutiert wurde. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass Hans die dann wirklich nicht beteiligt hat, weil er das mit Alexander Schmorell im Keller der Villa Schmorell alleine organisiert hat. Aber sie hatte, glaube ich, da schon nach dem Reichsarbeitsdienst in München den Impuls, etwas zu tun. Und sie bekommt ja den Impuls noch einmal alleine, als Hans mit Alexander an der Front ist, auf der Feldformulatur, wird sie ja nochmal alleine aktiv und gibt Geld an den Hans Hirzel, der dann auch einen Apparat besorgen soll, der auch wieder nicht zum Einsatz kommt. Aber wir sehen darin, sie ist bereit, auch allein aktiv zu werden, auch wenn sie dann nicht weiterkommt und dann erst in der Gruppe später sozusagen zum Teil dieser Gruppe wird und dann mithandelt. Insofern glaube ich, ist die Zäsur auf jeden Fall richtig. Die Frage ist immer, was hat sie dann sozusagen, was waren die Impulsgeber? Und ich glaube, der Reichsarbeitsdienst hat so als Zwangsjacke wirklich wie ein Katalysator gewirkt. Ja, vielen Dank. Also ich glaube, wir werden auf das Thema Vervielfältigungsapparat nochmal zurückkommen. Ich würde zunächst gerne auch mal Frau Friedrich fragen, erstens mal, ob sie das auch kommentieren möchte, was Herr Hockplatz und Frau Wittscheid gesagt haben, und das vielleicht verbinden mit der Frage, durchaus auch nach der Quellenbasis, über die wir verfügen. Und da ist ja, ich hatte es ja schon erwähnt, der Nachlass Inge Scholl, der ja weit mehr ist als ein persönlicher Nachlass Inge Scholl, sondern es sind ja auch durchaus Originalquellen von Sophie Scholl drin. Und es ist ein sehr reicher Nachlass, ohne den, glaube ich, die ganze Weiße Rose-Historiografie so gar nicht zu machen wäre, glaube ich. Also wenn Sie vielleicht aus First-Hand-Experience, die natürlich die anderen Podiumsteilnehmer auch haben, ein bisschen das noch einschätzen könnten, wo wir quellenmäßig da stehen. Frau Gottschalk hat ja gerade gesagt, wir müssten nicht alles glauben, was Inge Scholl sagt. Also auch da gibt es ja eine Verflechtung zwischen dem historischen Gegenstand und der Erinnerungskultur in der Person von Inge Scholl. Aber da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Das ist ein Thema, was uns auf jeden Fall beschäftigen sollte. Also wie schätzen Sie so die Szenerie ein aus Ihrer Kenntnis? Also wenn wir zuerst auf die Quellen zu sprechen kommen, da glaube ich, sind wir ein bisschen bei dem, was Herr Hockertz auch in seinem Statement am Anfang gesagt hat, dass man über diese konspirative Phase im Grunde genommen, da hat man keine Quellen. Zumindest keine Selbstzeugnisse. Man kann natürlich sagen, okay, später dann die Verhörprotokolle und auch andere Quellen, die man dann natürlich benutzen kann. Aber darüber raus, also irgendwie im Vorfeld, dass da Quellen gäbe, also das ist einfach nicht der Fall. Und wie auch schon Herr Hockertz sagte, das macht ja auch keinen Sinn. Inge Scholl selber hat diese Lücken auch gesehen. Und das finde ich ganz interessant, so Anfang der 80er Jahre hat sie in ihr Tagebuch geschrieben, dass es eben diese Lücken gibt, gerade eben für die konspirative Phase, und hat sich dann aber ganz negativ über Historiker geäußert und hat gesagt, naja, die versuchen dann immer alles total eindeutig zu machen, die können diese verschlungenen Wege und unklaren Pfade einfach nicht stehen lassen und sind dann wie fröhliche Dampfwalzen, die einfach alles platt machen. Also das heißt, ihre Sicht auf die Dinge war dann nicht ganz so positiv. Und ich denke eben, der Weg, sich eben diesen Lücken anzunähern, ist ja genau das, was Frau Gottschalk gemacht hat oder auch Herr Hockertz, die eben zeigen, dass man eben aus anderen Selbstzeugnissen, aus Indizien eben schon ja bestimmte Handlungsweisen auch ableiten kann oder eben auch sagen kann, was eben wahrscheinlicher ist und was nicht. Aber mit so ein paar Lücken werden wir vermutlich immer leben müssen. Aber das ist ja auch nicht schlimm, sondern das ist einfach Forschung, die dann auch transparent ist. Inge Scholl selbst wusste tatsächlich nichts vom Widerstand. Also ich habe da einfach keine Hinweise drauf gefunden. Sie war auch im Sommer 1942 in München, hat da ihre Geschwister besucht. Da fand ich immer ganz interessant, wenn man da ihre Tagebucheinträge dazu liest. Sie äußert sich tatsächlich sehr negativ über die Freunde ihrer Geschwister. Das hat mich immer überrascht, aber wenn man so ein bisschen sich das überlegt, ich meine, Inge Scholl ist zu diesem Zeitpunkt in Ulm, die ist im Grunde genommen auch nie richtig rausgekommen. Ihre Geschwister sind deutlich mehr unterwegs gewesen. Sophie Scholl hat jetzt ähnlich wie ihr Bruder eben die Möglichkeit, eben auch dieses Studium aufzunehmen. Und Inge Scholl, glaube ich, hat einfach ihre Geschwister auch vermisst. Und eben dieser familiäre Zusammenhalt, den sie immer kannte, der ist jetzt so ein bisschen übergegangen auf die Freunde. Und ich glaube, sie hat sich da einfach manchmal auch ein bisschen zurückgesetzt gefühlt. Wenn wir uns dann aber wieder anschauen, was sie dann später in all ihren Publikationen sagt, da sagt sie immer, ein Grund, warum dieser Widerstand funktioniert hat, war, oder eine auch eine Motivation für den Widerstand war, dass ihre Geschwister Gleichgesinnte getroffen haben.
Ja, vielen Dank. Herr Hockert, Sie wollen dazu direkt was sagen. Sie müssen das Mikrofon anmachen. Zu den Quellen vielleicht, weil in den Primärquellen, also den Quellen, die übrig geblieben sind vom Geschehen, oft große Lücken sind, spielen Erinnerungsberichte, die im Nachhinein, nach 1945 vorgetragen werden, manchmal eine große Rolle. Aber da gibt es erstens die krassen Lügen. Also zum Beispiel der Syndikus und Abwehrbeauftragte Häfner, der die Gestapo angerufen hat am 18. Februar, hat in seinem Entnazifizierungsverfahren gelogen, was das Zeug hält. Er habe nichts mit der Verhaftung zu tun und so weiter und so fort. Das ist der Typ Lüge, um sich selbst zu schützen. Der zweite Typ ist Verehrung. Nicht, dann werden Legenden gebildet, dann kommen Zitate in die Welt, keiner weiß woher, und sie werden permanent zitiert, etwa, dass Sophie im Prozess dem Freisler entgegengehalten habe, bald wird auch ihr Kopf rollen. Nein, nein. Also das sind Legenden, auch sehr sympathisch, aber unhistorisch. Das Dritte ist das Interessante. Das sind Erinnerungsberichte von Leuten, die dabei waren. Also insbesondere im Gestapo-Gefängnis hatte ja Sophie eine Zellengenossin, Else Gebel mit Namen. Und mit der war sie ja stundenlang zusammen. Und wenn Else Gebel später, 1946, einen großen Bericht gibt, na, da muss man ja schon hinhören. Vieles von dem, was sie schreibt, wird wohl so gewesen sein. Da sie in wörtlicher Rede schreibt, muss man jetzt wiederum nicht die wörtliche Rede glauben. Aber da weiß man jetzt nicht, wo beginnt das Hinzugedichtete. Wobei das nicht unbedingt ja absichtlich sein kann. Die Neurobiologen haben ja nachgewiesen, dass das menschliche Gedächtnis arbeitet, ein wendiger Baumeister ist. Manchmal verschiebt sich das Erinnerungsbild. Dieser letzte Typ ist sehr interessant, also Typ an Quelle, an Erinnerungsberichten. Und im Falle von Else Gebel, da ist übrigens auch das Zitat auf der Sonderbriefmarke, die übermorgen herauskommt, da würde ich überwiegend sagen, ja, man kann da als Hypothese drauf bauen. Aber ganz sicher ist das nicht, wenn man nicht auch über Primärquellen eine Überprüfung machen kann. Frau Gottschalk, wie weit haben Sie solche Erinnerungsberichte in Ihrem Buch verarbeitet und wie würden Sie deren Glaubwürdigkeit einschätzen? Ja, Else Gebel halte ich auch für eine wichtige, verlässliche Zeitzeugin, die natürlich genau, die manchmal eine andere Formulierung hat, als wir sie dann aus dem Verhörprotokoll zum Beispiel kennen, wo man überlegen muss, wenn sie wörtliche Rede wiedergibt von Sophie, hat sie die so wörtlich von ihr so wirklich gehört oder hatte sie das in Erinnerung? Sie schreibt, ja, ich glaube 1946, also schon relativ früh, nicht mit sehr großem zeitlichen Abstand, aber doch vielleicht so, dass man die eine oder andere Formulierung, das deckt sich dann inhaltlich, aber muss nicht genau wörtlich so gewesen sein. Was ich sehr berührend finde, ist zum Beispiel in Ihrem Bericht, da wo sie sagt, zum ersten Mal sehe ich dich fassungslos. Das ist der Moment, wo Sophie erfährt, dass Christoph Probst verhaftet worden ist, den ja eigentlich immer alle heraushalten wollten aus der Gefahr. Sie spricht dann später nicht mehr davon, von Ängsten, von Trauer, von Verzweiflung von Sophie, aber sie hatte natürlich auch diesen Bericht für die Eltern geschrieben. Insofern kann man vielleicht auch sagen, deutet sie das nur an mit der Angst auch? Also ich werde da oft auch nachgefragt, hatte sie gar keine Angst im Gefängnis? Und ich gehe davon aus, dass sie natürlich auch Angst und Momente der Angst hatte. Und Else Gebel betont das aber nicht sehr, weil sie wahrscheinlich das jetzt auch nicht so wichtig findet, den Eltern das nochmal unter die Nase zu reiben. Ansonsten finde ich sie sehr interessant auch für die für den Moment, wo sie sich kennenlernen, wo sie ja selber denkt, dieses Mädchen, dieses junge, kindliche Gesicht, dieses Mädchen kann gar nichts angestellt haben. Und Sophie sagt ihr dann aber, sobald sie allein sind, was sie gemacht hat und dass man was finden kann bei ihr. Also ich halte es für eine sehr, sehr spannende Quelle, aber natürlich auch eine, bei der man überlegen muss, für wen hat sie das geschrieben und hat sie ja auch eventuell ein Interesse gehabt, vielleicht manches nicht so also ein bisschen weniger aufscheinen zu lassen. Aber die ist wirklich wichtig. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf die, ja, diese Zäsur oder weniger große Zäsur, wie auch immer man das nennen will, der Münchner Zeitung von Sophie Scholl. Ich habe bei Ihnen, Frau Gottschalk, ein Zitat von Otel Eicher gelesen, was ich ziemlich interessant fand. Da schreibt er, wenn ich das kurz zitieren darf, ich empfand Sophie, also die beiden haben sich ja gut gekannt, manchmal mit leichten Eifersuchtsgefühlen bei Inge Scholl im Hintergrund,
Also Odel Eicher schreibt, ich empfand Sophie als eine moralische Instanz. Sie beharrte auf der Übereinstimmung von Denken und Tun. Das ist ja nun ein großes Thema für jedes menschliche Handeln. Und sah in der Art, wie eine solche Übereinstimmung zwischen Denken und Tun zustande gebracht wurde, den Grad der Entfaltung einer Persönlichkeit. Ich würde Sie gerne noch mal fragen, Frau Gottschalk, aber dann auch die anderen beiden, wie Sie das einschätzen. Ist das vielleicht sogar so eine Art Schlüssel zu der Persönlichkeit, dass Sophie Scholl aus diesen ja, von Ihnen sehr eindrucksvoll nachgezeichneten vielen Suchbewegungen heraus tatsächlich zu einer solchen Übereinstimmung gefunden hat, bis hin möglicherweise in die Zeit nach ihrer Verhaftung zwischen Denken und Tun und dann in der Hinsicht, naja, also um es jetzt mit Odel Eicher zu formulieren, ihre Persönlichkeit stärker entfalten konnte, als sie das in der Vormünchenzeit konnte, wo es eben zu viele ja, sehr widersprüchliche Einflüsse und Pull-Faktoren sozusagen, wenn man so will, auch gegeben hat. Also ich fand das sehr interessant und würde Sie fragen, ob Sie da auch einen Schlüssel sehen für Ihre Politisierung, in Anführungszeichen, die Sie ja andeutungsweise auch vor dem fünften Flugblatt schon sehen. Ja, ich sehe da tatsächlich in Ihrer Persönlichkeit diesen ganz starken Drang dazu, authentisch zu sein, handeln und also sprechen und handeln in Einklang zu bringen. Das ist auch ein Problem in ihrer ganzen Beziehung mit Fritz, glaube ich, dass sie das nicht übereinbringt, eigentlich das, was sie denkt, was sie tun müsste, wie sie sich verhalten müsste und das, was sie tut. Und da leidet sie drunter, unter diesem Zwiespalt. Das spricht sie ja auch im Reichsarbeitsdienst ganz deutlich an, dass sie sich selber sogar beobachtet, während sie etwas sagt, und guckt, wie es wirkt. Das findet sie auch selber ganz schrecklich. Und ich glaube auch, dass, was ihre Moral betrifft, oder dieser große Anspruch an sich, was es sicherlich auch etwas ist, was man bei Scholz sozusagen gelernt hat, also ich glaube, das kommt schon auch von den Eltern, dieser große Anspruch, dass man sich tatsächlich sein Leben so einrichten muss, dass es mit den Erwartungen, den moralischen, eigenen moralischen Ansprüchen in Einklang bringen muss. Und ich glaube, dass Sophie, das, was sie unter diesen Anspruch hatten, sicherlich die Geschwister auch. Und bei ihr war es eben so, und bei Hans wahrscheinlich dann auch, dass sie einfach das nicht aushalten konnte, damit einen Kompromiss zu machen, wenn sie da zu sehr abgewichen ist. Sie konnte nicht sozusagen so gut zu sich sein und sagen, okay, du müsstest das tun, aber jetzt guck auf deine Sicherheit. Warte einfach ab, bis der Krieg vorbei ist. Du kannst noch so viel tun in dieser Welt. Lass andere Leute handeln. Nein, das ging eben nicht, sondern ich, wenn ich das erkannt habe, muss ich handeln. Und das ist so ein ganz, ganz starker innerlicher Antrieb gewesen. Also so würde ich das tatsächlich sehen, ja. Jetzt haben Sie ja ein ganz wichtiges Stichwort genannt, nämlich die Familie Scholl, die ja für sich genommen auch ein interessanter Gegenstand ist, sowohl in der Zeit bis 45 bis 43 selber, wie dann auch in der Nachkriegszeit. Deswegen, Frau Friedrich, vielleicht kurz nochmal, wie würden Sie zu dieser These oder zu diesem Befund sich äußern, dass dieser hohe moralische Anspruch, der nun auch wirklich sehr stark religiös unterlegt ist, eine jede Menge religiöser Suchbewegungen auch auslöst, tatsächlich zu dieser Familiensozialisation gehört. Also so ein Herr Hockerts hat ja auch schon gesagt, es geht um ein wahrscheinlich existenzielles Verständnis von Christentum und von Religion. Ist das in dieser Familie auch schon angelegt, eine Strecke weit? Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ja, also es ist ja so, dass ja Magdalena Scholl, also die Mutter, war ja evangelische Diakonisse. Das heißt, sie hat eben auch schon eine sehr religiöse Erziehung in die Familie gebracht und so auch die Kinder erzogen. Wobei man sagen muss, dass zumindest Inge Scholl sich davon nach und nach tatsächlich entfernt hat, also auch schon in der Zeit so 41, 42 und eher versucht hat, ja, den Weg zum Katholizismus zu finden. Das war eigentlich dann so ihr Fluchtpunkt. Das hat für sie eine ganz große Rolle gespielt und sie hat auch immer gesagt, dass sie eben das der katholische Glaube eben tatsächlich dann auch der Glaube ihres Erwachsenenlebens war. Also für sie war das auch eine echte Zäsur, nochmal so als eigenständige Persönlichkeit dann auch da zu sein, eben unabhängig von der Familie. Gleichzeitig hat sie dann, als sie nach dem Tod ihrer Geschwister, hat sie ja angefangen, darüber nachzudenken, ja, warum haben sie überhaupt Widerstand geleistet? Was hat sie überhaupt dahin getrieben? Und da hat Inge Scholl eben immer ganz stark den Glauben ihrer Geschwister betont und hat eben immer gesagt, dass eben
das, was ihnen die Religion gegeben hat, dass sie das dazu eben auch motiviert hat, Widerstand zu leisten. Und da hat sie auch immer ganz stark dann die Verknüpfung zu ihrer eigenen Biografie gesucht. Also ihre eigene Suche nach Glauben, nach Führung, nach Religion, das hat sie auch ganz stark zurückgespiegelt auf ihre Geschwister. Und das ist auch so ein Grund, warum wir heute meiner Meinung nach eben dieses Thema Religion und eben auch religiöse Motivation für den Widerstand immer wieder im Mittelpunkt des Erinnerns stehen haben, weil eben Inge Scholl das immer so stark gemacht hat. Aber das war eben auch immer so eine Spiegelung ihrer eigenen Biografie. Ja, vielen Dank. Ich glaube, dass da ein ganz wichtiges Thema angesprochen ist, was ich gerne noch mal kurz ein bisschen vertiefen würde. Und ich stelle die Frage zunächst an Herrn Hockertz. Also dieses Verhältnis zum Katholizismus, von dem Sie gerade gesprochen haben, Frau Friedrich, wird, glaube ich, in der Tat von Inge Scholl reprojiziert auf ihre Geschwister Hans und Sophie. Sie berichtet ja zum Beispiel, als sie dann ihre Geschwister in München besucht, geradezu enthusiastisch von diesem Kreis um Karl Muth, von Theodor Hecker, der da kommt, berichtet sie enthusiastisch. Und es ist in der Forschung ja auch die These vertreten worden, dass das die eigentlichen, also nicht nur Mentoren, sondern wirklich im existenziellen Sinne Ideengeber geworden sein. Also über so eine Schiene vom französischen Personalismus, über Jacques Maritain, Theodor Hecker und Karl Muth um das Hochland Journal herum. Das ist, glaube ich, sehr stark aus den Quellen von Inge Scholl geschöpft. Die Frage ist, wie weit trägt diese These? Wie weit ist er tatsächlich dann möglicherweise von, aus den vielen verschiedenen Leseerfahrungen, die Sie auch erwähnt haben, Herr Rockertz, dann so eine Art Verdichtung möglicherweise um diesen reformkatholischen Kreis möglicherweise entstanden? Also bei Inge Scholl, glaube ich, ist es ganz zweifellos so, dass es eine entscheidend wichtige Rolle gespielt hat. Die Frage ist, ob es nur eine Reprojektion ist oder ob wir tatsächlich davon ausgehen können, dass da ein echter Einfluss greifbar ist. Ich meine, ein- und ausgegangen sind die ja im Hause Muth. Ich glaube, das ist, glaube ich, unstreitig. Ja, also Inge Scholl hat in dem Buch von 1952 sehr stark ihre eigene Religiosität auf die Geschwister projiziert. Und das kam in der Ära Adenauer auch gut an. Religion war damals ein guter Resonanzboden. Aber genau dieser Resonanzboden ist schwächer geworden. Und deshalb haben sich viele später Autoren dagegen gewehrt, die Religion so sehr als großen Faktor zu nehmen. Es gibt Darstellungen der Weißen Rose, da spielt die Religion so gut wie überhaupt keine Rolle mehr. Das ist auch so eine Gegenbewegung gewesen. Die neueren Studien, Frau Gottschalk wird das vermutlich bestätigen, aber das Buch von Hans Hoske betont das ja noch sehr viel mehr, gehen davon aus, dass das Gewicht der Religion als Triebkraft der Widerstandshaltung sehr hoch zu veranschlagen ist. Und zwar, das ist jetzt entscheidend, nicht in konfessioneller Verengung. In der Weißen Rose war ein russisch-orthodoxer, nämlich Alexander Schmorell, es waren Protestanten, Sophie und der Bruder, Katholik, Willi Graf. Es war kein konfessionelles Religionsverständnis, sondern das ist wirklich der springende Punkt, ein existenzielles Verständnis von Christentum. À la Dostoevsky nicht zum Beispiel. Kierkegaard, die lasen solche Autoren. Oder Renouveau Catholique, das Paul Claudel, Bernard Nos, Maritain, die lasen solche Autoren. Und sie lasen Newman, John Henry Newman, in der Übersetzung von Hecker. Und da komme ich nun doch kurz auf einen zentralen Namen. Der Einfluss von Theodor Hecker, ein Name, der heute ganz wenig bekannt ist, der damals aber sehr bekannt war als Religionsintellektueller. Heckers Einfluss auf Sophie und Hans Scholl ist sehr hoch. Das kann man aber auch aus den Selbstzeugnissen feststellen. Und das Flugblatt Nummer 4 ist ganz im Geist von Theodor Hecker geschrieben. Das Flugblatt Nummer 4, was Hans Scholl ganz alleine geschrieben hat, man kann übrigens immer wissen, wann er geschrieben hat. Er sprach den Leser nämlich mit du an. Schmorell sprach den Leser mit sie an. Da kann man schon immer sehen, wer geschrieben hat. Das Flugblatt 4 hat Hans alleine geschrieben und das steht ganz im Zeichen der Botschaft, Hitler ist der Bote des Antichrist. Und dieses ganze, das Flugblatt ist ein bisschen, schlägt ein bisschen aus der Reihe hinaus, denn die Flugblätter 5 und 6 haben einen ganz anderen Kanon. Aber da hat man fast Hecker pur.
Und Hecker war eben ein existenzialistischer Christ. Ich will nur ein Zitat bringen, um ihn zu kennzeichnen. Schrieb er in seinen Tag- und Nachtbüchern: Die prophetische Stimme der Kirche ist verstummt. Jeder Einzelne muss sich durchtappen durch die Nacht. Das ist so der Denkhorizont, nicht? Der Einzelne und sein Gewissen. Und es ist nun mal so, im Reichsarbeitsdienst, Frau Gottschalk, wenn diese 17-jährigen Mädchen da sich über ihre Liebschaften unterhielten und Schabernack trieben, dann saß Sophie Scholl da und las Augustinus Confessionis. So ist es nun einmal. Sie hat es in ihren Briefen ja selber dargestellt. Also das Ringen mit Gott und das Ringen, eine christliche Existenz zu haben, war ein sehr großes Motiv, auch wenn das heute eher schwer zu vermitteln ist, weil der Resonanzraum Religion als Motiv von Handeln nicht mehr so stark ist. Ja, Frau Gottschalk, Sie haben Karl Muth, in dessen Haus Theodor Hecker ja auch, glaube ich, häufiger präsent war, als Ehrengroßvater der ganzen Familie bezeichnet, der Familie Scholl, beziehungsweise dieser Teilfamilie. Würden Sie denn bestätigen, dass diese Gastgeber, Gesprächspartner ein bisschen mehr waren als nur Ehrengroßvater, also in dem Sinne, den Herr Hockerts gerade andeutet? Ja, auf jeden Fall waren diese Gespräche mit Karl Muth, mit Hecker, die waren sehr wichtig für die beiden, nicht nur für die Inge, die ja dann auch manchmal partizipieren konnte, um sich sozusagen dieses Weltbild, um diese Festigung zu finden, dieses christlichen Weltbildes. Ich glaube aber auch, dass es ganz wichtig ist, was Herr Hockerts gerade auch angedeutet hat, dass das Flugblatt 5 und 6 sich vom Tonfall her wirklich deutlich unterscheiden und dass es dann darum ging zu sagen, was ist denn jetzt eigentlich der gemeinsame Nenner, den wir finden mit den Menschen, die wir hier aufrütteln wollen. Und da bekommt der Widerstand etwas, eine andere Ebene für mich. Das wird kämpferischer, das wird, da wird nicht mehr so viel zitiert aus alten Klassikern. Das wird aufrüttelnder, politischer, härter im Ton. Und insofern glaube ich, dass auf der einen Seite diese Ebene, immer diese intellektuelle Auseinandersetzung war auf jeden Fall sehr wichtig, auch für Sophie Scholl, die ja am liebsten die schwierigen Bücher lesen wollte und manchmal ja auch gesagt hat, lieber Sachbücher als Romane, weil Romane mit Gefühlen einen in einen Rausch heben. Sie hat das ja sogar manchmal richtig von sich abgewiesen. Aber was den Widerstand betraf, glaube ich, haben sie dann auch einen Weg gefunden, wirklich zu sagen, wir müssen, was ist das, wo wir die Menschen mit erreichen können? Oder was ist das Ziel? Was ist der gemeinsame Nenner? Und da gehen sie von diesem ganz, ganz religiösen Bildern dann auch weg, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, Herr Hockerts, wie Sie das sehen. Das ist zweifellos so. Die Flugblätter 5 und 6, nein, ja doch 5 und 6, Januar, Februar 1937, haben einen viel härteren, politischeren Ton. Sie wenden sich ab von den ersten vier, die etwas stärker in literarische Qualität gehen. Und es spricht ja einiges dafür, dass die Gespräche mit Falk Harnack, dem Bruder von Arvid Harnack, der seinerseits wiederum in der Roten Kapelle aktiv war und zum Tode verurteilt wurde, dass die zwei, drei Gespräche mit Falk Harnack diese Wendung bestärkt haben, wenn nicht sogar initiiert haben. Ihr müsst politischer werden, ihr müsst anders argumentieren, ihr müsst mit der überlegenen Rüstung Amerikas argumentieren und nicht mit dem Antichristen. Da ist also ein Prozess, auch ein Prozess in der Argumentation. Ich würde gerne noch eine Frage stellen an die Frau Friedrich, wenn ich darf, weil es noch um die Quellen, ich will noch mal nach den Quellen etwas fragen. Und zwar, also Inge Scholl, da haben wir natürlich auch schon jetzt viel drüber gesprochen, die Fragezeichen, die wir da setzen. Wenn man sich überlegt, finde ich immer, dass eine Schwester sich zur Hüterin des Erbes macht, der Geschwister, die so schrecklich ums Leben gekommen sind. Eine Schwester, die sie sicherlich sehr geliebt hat, die aber ja auch in gewisser Weise eine Konkurrentin war, also wo es auch Eifersucht und Problematiken gab, nicht nur wegen Ottel Eicher, weil sie so viel den besucht hat, sondern auch einfach im Zusammenleben kommt das ja auch immer mal wieder raus. Das ist ja auch etwas, was wir mit einbeziehen müssen, wenn wir Erinnerungen von Menschen über andere Menschen lesen, also bei allen Interessen, was wird da noch alles psychologisch sozusagen verarbeitet? Das würde ich gerne von Ihnen nochmal Ihnen diese Frage stellen, wie Sie das sehen.
Ja, Inge Scholl hatte tatsächlich gerade so 1941, vor allem 1942, tatsächlich ein sehr schwieriges Verhältnis zu ihrer Schwester. Und das kam in erster Linie tatsächlich daher, dass sie eifersüchtig war. Und zwar auf Sophie Scholls Beziehung zu Otto Eicher. Es war eine freundschaftliche Beziehung, aber Inge Scholl stand Otto Eicher sehr, sehr nahe. Ich glaube auch immer, dass Otto Eicher ihre große Liebe war. Sie haben auch später dann geheiratet, 1952. Aber in dieser Situation 1942 war im Prinzip alles offen. Otto Eicher hat Inge Scholl auf der einen Seite immer sehr angeleitet, gerade in religiösen Fragen. Otto Eicher war ja sehr, sehr katholisch. Aber er hat sie eben auch immer auf Distanz gehalten. Und ich fand immer so sehr beeindruckend, Inge Scholl und Otto Eicher haben ihre Tagebücher ausgetauscht. Also wirklich eine sehr intime Geste. Und Inge Scholl schreibt dann ganz enttäuscht in ihr Tagebuch, dass sie im Tagebuch von Otto Eicher offensichtlich nur eine Randfigur ist. Dass sie eben gar nicht so wichtig für ihn ist, wie sie immer dachte. Und gleichzeitig treffen sich Otto Eicher und Sophie Scholl, tauschen Fotos aus, schreiben sich Briefe. Und Inge Scholl ist tatsächlich eifersüchtig, auch wenn wir dieses Wort kein einziges Mal in ihrem Tagebuch finden. Das kann sie nicht sagen. Sie sagt so Worte wie Missgunst zum Beispiel. Und sie bittet aber Gott immer darum, um ein gutes Verhältnis zu ihrer Schwester. Also ihr ist das schon auch wichtig. Aber es ist eben einfach eine schwierige Situation. Und es geht auch oft dann so um Kleinkram, was wir heute sagen würden, so Mithilfe im Haushalt, wer neue Kleidung bekommt, wer Klavierstunden nehmen darf. Also so wirklich so ganz alltägliche Geschichten. Und wir müssen dann schon so ein bisschen vor Augen halten. Wir gucken immer auf die Geschichte von Hans und Sophie Scholl und dann kommt eben ja die Verhaftung, der Prozess, der Tod und dann ist es irgendwie zu Ende. Aber Inge Scholl muss damit weiterleben und Inge Scholl muss damit irgendwas tun. Und ich denke eben schon, dass es für Inge Scholl auch ein ganz einschneidendes biografisches Erlebnis war. Es ist auf einmal nichts mehr so wie vorher. Sie sind ja dann selber auch im Gefängnis, sie, ihre Schwester Elisabeth und die Eltern. Und sie fängt an, eben in dieser Familienbiografie, die es auf einmal Lücken hat. Also sie hatte einfach nicht gewusst, was passiert. Sie waren sich offensichtlich vollkommen fremd geworden. Hat sie eben versucht, diese Gemeinschaft mit den Geschwistern nachträglich wiederherzustellen. Und für sie war eben ja ein ganz wichtiger Weg eben auch über diese religiösen Motive. Und dieses sehr überhöhte Bild auf Sophie Scholl, das hatte Inge Scholl tatsächlich auch. Also ich finde da immer sehr eindrücklich eine Stelle im Tagebuch. Da schreibt sie, dass sie ein Tagebuch oder Notizen von Sophie Scholl gefunden hat, die während dem Reichsarbeitsdienst aufgeschrieben hat. Und da schreibt Inge Scholl in ihr Tagebuch, das Wollen von Sophie war das einer Heiligen. Und und ich schäme mich, ob ich solcher Größe neben mir überhaupt wert war. Und ich denke, dass dieser Blick von Inge Scholl auch unseren Blick auf Sophie Scholl heute immer noch prägt. Aber ist nicht so ein Satz, den Sie gerade zitiert haben, ein bisschen typisch für die Familie insgesamt? Ich meine, Sophie Scholl hat doch so ähnliche Sätze auch mal geschrieben. Sie ist eigentlich schlecht und sie ist eigentlich nicht wert für irgendwas. Also ich frage mich, ob man das nicht sogar doch ein bisschen kontextualisieren muss, auch in die Geschichte einer bestimmten Richtung des Protestantismus. Ich verbinde es mal mit einer Frage nach dem Vater, nach Robert Scholl, der ja auch den Zweiten Weltkrieg lange überlebt hat und ja auch durchaus, wenn ich richtig sehe, aktiv war in der Pflege sozusagen der Erinnerung. Welche Rolle hat denn Robert Scholl eigentlich gespielt? Und wir gehen damit, glaube ich, jetzt auch über in unseren doch noch etwas kürzeren, aber doch wichtigen Block der Erinnerungskultur. Fangen wir mal damit an. Ja, Robert Scholl, da muss man sagen, also dieses sehr positive Familienbild, was Inge Scholl ja vor allem in ihrem Buch Die Weiße Rose beschrieben hat, das findet man zum Beispiel in den Tagebüchern gar nicht so. Da ist das Verhältnis, gerade auch Inge Scholls Verhältnis zu ihrem Vater, deutlich konfliktreicher. Und die nähern sich tatsächlich erst wieder wirklich an während der Sippenhaft, also in der Zeit der Verhaftung oder im Gefängnis nach der Hinrichtung von Hans und Sophie Scholl. Und das hängt auch damit zusammen, dass sich die Rollen in dieser Familie ändern, weil im Grunde genommen Inge Scholl zum Familienoberhaupt wird. Also im Grunde genommen ist sie, die dann eigentlich diese Familie managt. Das hängt auch damit zusammen, dass der Vater natürlich noch lange im Gefängnis ist, bis 1944, und sich einfach irgendwie jemand drum kümmern muss, dass der Rest halt irgendwie funktioniert. Und das übernimmt dann Inge Scholl. Und das bleibt letztlich auch so in der Nachkriegszeit. Also es ist tatsächlich, und das fand ich auch immer interessant, es sind tatsächlich Frauen, die an den Widerstand erinnern. Es sind fast immer die Schwestern. Für die Weiße Rose trifft es ganz grundsätzlich zu. Also es gibt irgendwie Anneliese Graf, die Schwester von Willi Graf,
Angelika Probst, die Schwester von Christoph Probst und so weiter. Also es ist dann auch ein sehr weibliches Gedenken. Und Robert Scholl tritt da tatsächlich gar nicht so stark in Erscheinung. Also der ist eigentlich immer dann gefragt, wenn es darum geht, eher so ein bisschen, ja, knifflige auch so Verwaltungssachen auszuhandeln. So, der schreibt dann zum Beispiel Willy Brandt nach Berlin, als dort auf dem Gelände vom ehemaligen Volksgerichtshof Akten gefunden werden, ob man denn einfach die Urteile, die dann gefunden wurden, eben auch die Weiße-Rose-Prozesse betrafen haben kann und solche Sachen. Aber im Grunde genommen spielt da tatsächlich keine so große Rolle mehr. Das ist tatsächlich dann die Aufgabe der ältesten Schwester. Herr Hockertz, ja. Hätte ich auch gerne mal eine Frage an die Expertin gestellt, an Frau Friedrich. Der Vater, Robert Scholl, hat nach dem Krieg Persilscheine noch und nöcher geschrieben, also Entlastungszeugnisse für Täter. Sogar der Verhörer, der Vernehmer ihrer Tochter, der Robert Mohr, hieß er ja wohl, bekam von ihm einen Persilschein. Ich habe das nie verstehen können. Wie kann er diesen braunen Gesellen Persilscheine ausstellen? Haben Sie da eine Erklärung? Ich habe da auch keine wirkliche Erklärung dazu tatsächlich. Also das wurde ihm ja auch immer sehr vorgeworfen. Ich habe das auch nie so ganz verstanden. Diese Beziehung zu Robert Mohr ist ja tatsächlich sehr, ja, sehr besonders eigentlich. Also offensichtlich hatte ja Robert Mohr auch zum Teil die Familie in der Sittenhaft verhört. Also man kannte sich sozusagen. Und Anfang der 50er Jahre geht ja dann auch Robert Mohr auf die Familie Scholl zu, auf Robert Scholl, und wendet sich an ihn. Aber da sagt er ganz explizit, er möchte keinen Persilschein haben, sondern er hätte eben Robert Scholl versprochen, sich eben nach dem Krieg an ihn zu wenden. Und dann schreibt ihm Robert Scholl zurück, dass er eben gerne einen Zeitzeugenbericht von Robert Mohr hätte. Das war ja auch im Grunde genommen das wertvollste Wissen, an das man ja nie rangekommen war. Also was war in diesen Verhören passiert? Und das wusste eigentlich nur Robert Mohr. Und deswegen war dieser Zeitzeugenbericht, den Robert Mohr dann geschrieben hat, eben auch unendlich wertvoll für die Familie. Und dieser Bericht hat er dann später auch Eingang gefunden in Inge Scholls Buch und hat dann ja auch so nach und nach den Zeitzeugenbericht von Else Gebel, über die wir vorhin gesprochen haben, die Zellengenossin von Sophie Scholl, so nach und nach aus dem Buch verdrängt. Und zum Beispiel Anneliese Knuck-Graf, die Schwester von Willy Graf, die hat das Inge Scholl tatsächlich sehr vorgeworfen. Die hat ihr dann geschrieben, dass das eine späte Rechtfertigung des Herrn Mohr ist, für die Inge Scholl eben dann Raum gegeben hat. Ich hätte da auch eine Theorie dazu, warum der Robert Scholl das gemacht hat. Ich glaube, das hat auch, also das können vielleicht die Psychologen auch ganz gut erklären, oder die Psychoanalytiker. Ich glaube, das hat auch was von Vereinnahmung, von einer Nähe zu tun, einer schwierigen Situation, in der die Kinder von ihm da gewesen sind und indem er den sozusagen zu seinem Kumpel macht, der sozusagen auf seiner Seite steht, also ist er erstens ganz nah dran nochmal an seinen Kindern und hat so eine gewisse Aneignung, die da stattfindet. Ich glaube, das ist so ein psychologisches Phänomen auch. Wenn wir mal einen Augenblick etwas ketzerhaft davon ausgehen, dass die Geschichte der Geschwister Scholl und der Weißen Rose, vor allem der Geschwister Scholl nach 1943 und dann in der unmittelbaren Nachkriegszeit eine Familienangelegenheit ist. Ja. Das ist ja sozusagen auch der Gegenstand Ihres Buches, Frau Friedrich. Dann stellt sich jetzt natürlich die Frage, was ist das für ein Resonanzboden in der frühen Nachkriegszeit, der diese Geschichte zu einer nationalen Geschichte macht? Das kann man zu einer internationalen Geschichte. Herr Hockertz hat ja darauf hingewiesen, das Buch von Inge Scholl von 1952 wird also 1 Million Mal verkauft, in 13 Sprachen oder was übersetzt. Also irgendwie wird das ja zu einem großen Thema, völlig zu Recht, wie ich sagen würde. Aber was sind die notwendigen kommunikativen, kulturellen Voraussetzungen, dass das aus einer, zugespitzt gesagt, Familiengeschichte zu einer solchen Dimension wird? Vielleicht Frau Friedrich nochmal. Man muss ja sagen, dass es zunächst ja eigentlich mal keine Familiengeschichte ist, sondern das, was die Öffentlichkeit diskutiert oder was in der Öffentlichkeit auftaucht, ist vielleicht der bessere Begriff, nach der Hinrichtung von Hans und Sophie Scholl, hat ja überhaupt nichts mit der Familie zu tun. Also das sind im Grunde genommen Zeitungsberichte. Es gibt ja diese kleinen Anzeigen von Einzelpersonen und auch Firmen, die Scholl heißen und die eben dann in so kleinen Zeitungsanzeigen annoncieren, dass sie eben mit den Hochverrätern gleichen Namens nicht verwandt sind, was ich immer noch eine ganz wunderbare Fußnote der Geschichte finde.
Ich hatte, wenn ich das unterbrechen darf, ich hatte einen Schuldirektor, der hieß Hans Scholl. Ja. Oh. War sozusagen auch irgendwie beteiligt. Ja. Genau. Und es gibt ja auch diese berühmte BBC-Ansprache von Thomas Mann. Und eben erst in der Nachkriegszeit hat dann eben die Familie die Möglichkeit, eben an diesem Diskurs sich in irgendeiner Form zu beteiligen. Aber das bedeutet natürlich auch immer, dass man darüber entscheiden muss, wie viel Privates möchte man den Preis geben und was ist denn für die Öffentlichkeit. Und das war immer so ein großes Konfliktfeld, das auch die Angehörigen untereinander oft sehr stark entzweit hat. Und manche haben sich dann ja auch wirklich ganz zurückgezogen. Ich habe mich tatsächlich immer gefragt, warum erinnert man denn eigentlich an den Widerstand? Weil was man nämlich nicht feststellen kann, was in der Forschung lange, lange gesagt wurde, ist, dass es keine Widerstandserinnerung gibt, vor allem keine positive Widerstandserinnerung in der Nachkriegszeit. Es erscheinen tatsächlich ganz früh, schon im Herbst 1945, die ersten Zeitungsartikel über die Weißen Rose. Es gibt eine große Gedenkveranstaltung in München. Und ich denke, dass da so ganz entscheidend war, dass man einfach versucht hat, eine spezifisch deutsche, aber eben nicht nationalsozialistische Tradition zu etablieren. Und die hat man eben ja in der Weißen Rose gefunden. Die Weiße Rose hatte ja sich, Herr Hockertz hat es erwähnt, ganz viel so deutsche Klassiker zitiert. Goethe, Theodor Körner, auf die Befreiungskriege gegen Napoleon verwiesen. Und da meint oder da hat man eben so eine Traditionslinie gefunden, wo man gesagt hat, ja, das ist doch das eigentlich Deutsche und das hat mit Nationalsozialismus überhaupt nichts zu tun. Und es gibt so eine kleine Broschüre von einem gewissen Franz Kramer und da schreibt er eben mit dem Nationalsozialismus, sowas gibt es ganz viele in der Nachkriegszeit, so kleine Broschürchen über die Zeit. Und da schreibt er zum Beispiel, dass der Nationalsozialismus eben überhaupt nichts mit dieser deutschen Kultur zu tun hatte. Aber eben die Weiße Rose eben genau diese Tradition, eben diese eigentlich deutsche Tradition eben auf Klassik und Romantik aufrechterhalten hat. Und dieses, da gibt es tatsächlich sehr viel diese Erzählung des Selbstopfers, das war eben nötig als Zeichen, damit eben auch die Welt draußen sehen kann, dass es eben diese deutsche Kultur noch gibt, dass da eben das wahre Deutschland überlebt und dass eben all die, die dann eben im Geheimen, im Verborgenen diese Traditionen weitergehütet haben, um sie dann eben nach dem Nationalsozialismus zum Wiederaufbau Deutschlands zu nutzen, dass das eben ja eigentlich die klügere Wahl war, aber der Widerstand der Geschwister Scholl war trotzdem wichtig, damit die Welt das eben auch sehen kann, dass dieses Deutschland eben auch weiter existiert hat. Naja, das wäre natürlich so ein klassischer Fall einer ja fast geradezu apologetischen Inanspruchnahme der Weißen Rose für diese ja in den 50er Jahren ganz weit verbreitete Vorstellung, der Nationalsozialismus war etwas exogen über das deutsche Volk hereingebrochene, womit eigentlich die deutsche Geschichte letztlich nicht so viel zu tun hat. Also wäre das vielleicht, Herr Hockertz, wenn Sie dazu auch was sagen wollen, wäre das der so ein erster Impuls gewesen, der die Weiße Rose nach 1945 in der unmittelbaren Nachkriegszeit ja so bedeutsam auch gemacht hat? Ja, es wird ja manchmal gesagt, die Weiße Rose galt dann als die große Entlastung. Aber Entlastung in welchem Sinne? Man konnte sagen, seht, wenn man etwas getan hat, kam man aufs Schafott. Das heißt also, man konnte die Weiße Rose sehr gut als Argument nehmen dafür, dass man nichts getan hat. Dann hat man allerdings die Weiße Rose nicht sehr gut gekannt, denn die haben ja in ihren Flugblättern auch Handlungsanweisungen für ungefährliche Resistenz gegeben. Gebt nichts ins Winterhilfswerk zum Beispiel. Die haben eine ganze Palette von sich zurücknehmen gemacht. Aber das Gedenken an die Weiße Rose war eine Selbstentlastung. In dem Sinne, seht mal, wer was tat, Kopf ab. Aber schauen Sie, Alexander Schmorell konnte ja fliehen erst einmal, nicht? Und dann hat er sich in einen Luftschutzbunker gerettet und da haben Volksgenossen ihn denunziert. Dann hatte die Gestapo ihn also auch. Zum Beispiel, man musste ja niemanden denunzieren. Man konnte am Beispiel der Weißen Rose auch erkennen, dass man sich verhalten kann, ohne den Kopf zu riskieren. Aber ich glaube, die Rezeption in den 50er, 60er Jahren, 68 ist dann wieder was ganz anderes, war eher die, schaut mal, erstens, es gab auch edle Deutsche und zweitens, man konnte nichts tun, sonst wurde man auf die Guillotine gebracht. Die 68er hatten ja wieder, oder sagen wir mal so, diejenigen, die sich überhaupt zur Weißen Rose gemeldet haben, die hatten ja ein sehr gebrochenes Verhältnis zur Weißen Rose. Frau Hiegler, sind Sie besser informiert? Wollen Sie dazu was sagen? Petri und so weiter.
Ja, also es ist tatsächlich so, dass es so eine große Umbruchphase gibt, so um 68 in der Erinnerung der Weißen Rose, wo sich auf einmal sozusagen die Geschichte dreht. Zum einen wird sie auf einmal von anderen erzählt, nämlich nicht mehr nur von Inge Scholl vor allem, sondern auch von jüngeren Leuten. Und da ist vor allem Christian Petri, der eben ein ganz berühmtes Buch geschrieben hat. Gut, heute kennt es, glaube ich, nicht mehr so viele, aber damals war das tatsächlich dann Anlass für einen großen Skandal im Grunde genommen, nämlich Studenten aufs Schafott. Und da vertritt er eben die These des im Grunde genommen vollkommen sinnlosen Widerstands. Er sagt, dass die Studenten der Weißen Rose für diese Zeit, also für 68, kein Vorbild mehr sein können für die Gegenwart, weil das, was sie getan haben, vollkommen unpolitisch war. Er war der Meinung, sie hätten sich ja, in eine Welt verrannt der Klassik und Romantik, also in eine Welt, die längst untergegangen war. Und sie hätten im Grunde genommen mit den falschen Mitteln gegen den Nationalsozialismus gekämpft. Und das hätte eben ja letztlich notgedrungen dazu geführt, dass sie eben ja hingerichtet wurden. Und er hat das tatsächlich im Grunde genommen als sinnlose und unpolitische Tat gesehen. Inge Scholl war davon tatsächlich sehr getroffen. Also es gab auch ganz große Querelen ja, mit Inge Scholl, die dann eben auch versucht immer, also immer versucht hat, eben auch ja gegen dieses Buch vorzugehen, was nie so richtig funktioniert hat. Gleichzeitig hat zu diesem Zeitpunkt Christian Petri auch einen Dokumentarfilm gemacht über die Weiße Rose. Da kommt eben Inge Scholl tatsächlich auch selbst vor als Zeitzeugin, auch ihr Vater zum Beispiel und auch viele andere. Aber das war so eine große Umbruchphase. Und da ist es tatsächlich so, ab da eigentlich funktioniert diese Welt des Erinnerns der unmittelbaren Nachkriegszeit und auch der, ja, der 60er Jahre, dann gibt das ja auch da schon so ein bisschen in so einen antikommunistischen ja, Grundkonsens des Erinnerns. Das funktioniert einfach nicht mehr. Und dann gibt es tatsächlich wirklich so eine Phase, in der es eigentlich keine öffentliche Erinnerung an die Weiße Rose mehr gibt. Die Gedenkfeier 68 an der Universität München wird gestört. Da kennen wir eben auch oft diese Flugblattbilder her, weil da eben Studierende Flugblätter geworfen haben. Und das, ja, da gibt es wirklich dann so einen kleinen Bruch, so eine kleine Delle. Und dann brechen die Jahre an, wo dann Inge Scholl und auch ihr Vater im Grunde genommen alleine an den Gräbern am Perlacher Forst stehen, was Inge Scholl auch so in ihr Tagebuch schreibt, als ganz besonderes und ungewöhnliches Ereignis. Ja, ich meine, es ist ja ganz gut nachvollziehbar, dass man nach 1945 so ein Entlastungsnarrativ auch gebraucht hat. Und die Scholls waren keine Kommunisten, ja, die hat man ja eh nicht so gut brauchen können. Die Rote Kapelle etwa, vom im engeren Sinne kommunistischen Widerstand mal ganz abgesehen, war eben nicht wirklich satisfaktionsfähig in der alten Bundesrepublik zunächst mal. Aber es waren auch keine Militärs. Das ist ja das Problem am 20. Juli, dass der erstmal noch ziemlich lange braucht, um sich von irgendwelchen, sagen wir mal, Dolchstoß-Vorwürfen und Ähnlichem eben zu befreien. Das hat ja auch eine ganze Weile gebraucht. Da ist es mit der Weißen Rose sicherlich etwas einfacher. Ich würde jetzt aber gerne noch mal einen Punkt ansprechen, der vorher schon kurz angesprochen wurde. Die Sophie Scholl selber ist natürlich auch eine, wenn ich so sagen darf, weibliche Ikone des Widerstandes. Ich glaube, wenn ich recht sehe, wahrscheinlich überhaupt die einzige wirkliche weibliche Ikone. Vielleicht täusche ich mich, aber jedenfalls in der Prominenz sicherlich auf jeden Fall. Und es gibt Sophie Scholl-Filme, es gibt auch Weiße Rose-Filme, aber ich glaube, es gibt, Sie korrigieren mich, es gibt keinen Hans-Scholl-Film oder so. Also da scheint schon eine besondere Ausstrahlungskraft doch zu bestehen bei einer Person, die, wie Herr Haukatz uns gezeigt hat, ja erstmal sich sozusagen ja, emanzipieren musste, um in diesem Männerzirkel ihres Bruders eine Rolle spielen zu können. Also mit anderen Worten, und Frau Gottschalk, ich würde gerne die Frage an Sie richten, spielt das Geschlecht, die Gender-Frage hier auch eine Rolle für die Erinnerungskultur von Sophie Scholl? Das denke ich schon. Ich möchte jetzt nur kurz zu diesem einen Gedanken, dass sie sich sozusagen vom Rand in das Zentrum des Zirkels bewegt hat, sagen, den Zirkel gab es ja erstmal noch gar nicht. Es waren erstmal Hans und Alexander, die gearbeitet haben und dann entstand der Zirkel ja gleichzeitig. Also Willi Graf und Sophie, oder wenn Sophie war vielleicht sogar vor Willi Graf eigentlich schon dabei. Gut, Christoph Probst, der sicherlich Bescheid wusste irgendwann und auch mitgedacht hat, aber nicht mitgearbeitet hat in den Flugblättern. Also insofern ist sie sozusagen mit diesem Kreis, nicht in diesen Kreis hinein, sondern mit dem Kreis zusammen dazugekommen. Das finde ich nochmal ein wichtiges Detail.
Ja, ich glaube schon auch, dass natürlich die Fallhöhe eine junge Frau, zarte junge Frau, die unter dem Fallbeil stirbt, für viele Menschen eine ganz besondere, da steckt was ganz besonders Berührendes drin. In dieser Zeit sind die Männer ja millionenfach im Krieg gestorben und da ist das vielleicht ein Bild, was die Menschen nochmal sehr berührt hat. Und dann ist es halt auch immer so, wenn erstmal eine Person so den Menschen nahegebracht wird mit so einem Film, dann kommt eben auch der zweite Film und der dritte. Und ich finde diese drei Filme, also diese zwei Filme, die speziell um Sophie drehen und dann der Verhoeven-Film, auch Die Weiße Rose, alle so verschieden sie sind, auch sehr, sehr gut gemacht. Aber sie zeigen eben natürlich alle, konzentrieren sich auf den Widerstand, auf die letzte Zeit. Und da ist Sophie natürlich auch, muss man sagen, durch diese Verhörprotokolle, gut, die sind natürlich erst bekannt gewesen, dem Breinersdorfer jetzt für den letzten Film. Das ist aber auch eine besondere Qualität, dass ein Mensch in dieser Situation nicht sagt, ich bin da nur reingeraten, ich wollte das eigentlich nicht, ich wusste gar nicht genau, was ich mache. Also nicht etwas tut, um irgendwie sein Leben zu retten, sondern sagt, ich habe das Richtige für mein Volk getan, ich würde es wieder tun. Also das ist schon auch heldinnenhaft. Und insofern blenden diese Filme natürlich die Persönlichkeit, diese ganze komplizierte Persönlichkeit so ein bisschen aus und konzentrieren sich eben auf diese Zeit. Aber das kann man ihr ja nicht vorwerfen, dass sie die einzige Frau ist sozusagen. Ich finde das deswegen nicht schlimm. Ich finde es eben immer nur wichtig, Katja Bontjes van Beek zum Beispiel, über die Herr Finke ja auch so schön geschrieben hat, wir sollten das immer als Ansporn nehmen, auch die anderen Namen der anderen Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfer zu kennen und auch deren Geschichten zu kennen und Filmemacher vielleicht auch zu ermutigen, sich mit diesen Personen auch zu beschäftigen. Ja, es gibt ja zum Beispiel diesen Fall der Ilse Stöbe, die im Auswärtigen Amt gearbeitet hat, die auch unter dem Fallbeil geendet hat, die lange Zeit überhaupt niemand kannte und weil sie eben Kommunistin war, nicht zuletzt, weil sie auch nicht so gut dokumentiert ist, das ist noch eine andere Frage, aber ich glaube auch, es lohnt sich nach wie vor den Fokus da weit zu stellen. Ja, also was Sie sagen, dieses Heroische eben vor dem Verhör nicht zu sagen, bin da nur reingerutscht, ich bin ja noch so jung und bin sozusagen, habe da nicht wirklich was mit zu tun. Das erinnert nochmal an dieses Otel Eicher-Zitat. Sophie beharrte auf der Übereinstimmung von Denken und Tun. Und das hat sie in gewisser Weise da ja auch bewiesen. Ich würde jetzt gerne noch kurze letzte Runde bei uns auf dem Podium machen, wenn es um die Erinnerungskultur geht, glaube ich, sollten wir nicht schweigen vor der Tatsache, dass Sophie Scholl die Weiße Rose und die Geschwister Scholl sind ja schon lange wieder ein wichtiger Erinnerungsort in der Widerstandsgeschichte insgesamt, aber auch in der deutschen Geschichte. Also so lange blieb das Grab, glaube ich, nicht einsam, wie Sie vorhin gesagt haben. Das war nach 68, aber das hat sich ja geändert. Aber gerade auch, weil sich's geändert hat, fällt es natürlich schon auf, dass gerade jetzt in letzter Zeit der Name Sophie Scholl immer wieder auch in anderen Kontexten genannt wird und auf den Widerstand der Weißen Rose Bezug genommen wird, insbesondere in dem Kontext jetzt der sogenannten Corona-Krise. Und da würde ich dann vielleicht, fangen wir mit Herrn Hockerts an, wenn ich darf. Ich frage Sie mal ganz platt, was sagen Sie denn, wenn da jetzt die Sophie aus Kassel oder wo das war, sagt, ich bin wie Sophie Scholl heute in der bundesdeutschen Politik und habe jetzt sozusagen ein Recht auf Widerstand. Was sagen wir denn da als Historiker dazu? Ja, wenn man sich auf Sophie Scholl beruft, muss es in einer Weise geschehen, die den Unterschied in den Grundverhältnissen der Lebenslage nicht verwischt. Ob man in einer terroristischen Zwangsherrschaft lebt oder unter dem Gesetz des Bonner Grundgesetzes, sind fundamentale Unterschiede. Und der Bezug auf Sophie Scholl muss so formuliert sein, dass dieser Unterschied nicht wegfällt. Also wenn zum Beispiel diese treffliche Jana sagt, ich habe Demos angemeldet und verteile Flyers,
Ja, also bitte. Sophie hat natürlich niemals eine Demo bei der Gestapo angemeldet oder gesagt, ich verteile Fleisch. Kurzum, hier ist jede Differenz zwischen der damaligen Handlungssituation und der heutigen verwischt. Das ist auf jeden Fall eine rote Linie. Das andere ist, man muss schon auf das Wertsystem, also erstens auf die Handlungsbedingungen, aber auch auf das Wertsystem von Sophie Scholl achten. Wenn es um die Verteidigung elementarer Grundrechte geht, die von einer Zwangsherrschaft bedroht sind, dann kann man sich auf sie berufen. Aber ob zum Beispiel Fridays for Future sich auf sie berufen sollten, da würde ich sagen, tragt eure Legitimation in euch selbst. Ihr braucht jetzt nicht die Sophie Scholl, denn das wäre eine zu weitgehende Spekulation, eine zu große Anverwandlung. Wir haben eben von ihr keine Kenntnisse. Also, den Corona-Leugnern würde ich sagen, argumentiert selbst, tragt die Verantwortung selbst und ladet sie nicht auf eine junge Heldenkämpferin ab, die unter ganz anderen Umständen für elementare Rechte gekämpft hat. Frau Gottschalk, es gibt ja auch so verschiedene, mindestens eins kenne ich, Sophie Scholl-Zitate, die in der Öffentlichkeit kolportiert werden, auch in den sozialen Medien. Auch ein, sagen wir mal, Versuch, sich dieser Person zu bemächtigen, um eben ganz andere Ziele, würde ich sagen, zu verfolgen. Wie würden Sie sagen, sollten wir damit umgehen? Ja, das Wort Kuckuckszitat finde ich ja auch eigentlich sehr schön für diese Zitate, die nicht wirklich echt sind. Also für mich ist die Vereinnahmung von Sophie Scholl für politische Zwecke heute unhistorisch, unangemessen und herzlos. Und da können wir eigentlich immer nur dagegen setzen. Schaut euch an, was sind die Werte, für die sie steht. Und wenn ich daran anknüpfen darf, was Herr Hockert sagte mit Fridays for Future oder Naturschutz. Sophie Scholl hat eine tiefe Liebe zur Natur gefühlt und die Natur auch war eine wichtige Ressource für sie. Den Wert, Natur zu lieben, zu bewahren, dem können wir ja folgen, das können wir als ihr Erbe nehmen. Wir können nur nicht sagen, Sophie Scholl würde sich heute hier oder da oder dort engagieren. Und das Gleiche, was die politischen Werte betrifft, also die freiheitliche Demokratie, die sie nicht kennengelernt hat, die sie sicherlich geschätzt hätte, weil sie die Diktatur gehasst hat und bekämpft hat, die sollten wir schützen. Aber da müssen wir tatsächlich uns den Mund fusselig reden wohl, um immer wieder darauf hinzuweisen, auch vielleicht auch, es ist sicherlich teilweise kalkulierte Tabubrüche, die da gemacht werden, und bei Jüngeren vielleicht auch ein bisschen Gedankenlosigkeit und Naivität, immer wieder dagegen zu stellen. Es geht nicht, eine Figur zu vereinnahmen. Und wenn wir es ernst damit meinen, dass wir diese Figur bewundern, dann sollten wir diese Werte, für die sie stand, auch als Werte sehen. Wobei das Wort Freiheit natürlich problematisch ist. Die Freiheit, die Sophie meinte, die sie schaffen wollte, für die sie gekämpft hat, für die sie gestorben ist, ist nicht, meiner Meinung nach, nicht die Freiheit, die Leute meinen, wenn sie sagen, sie wollen ohne Maske draußen demonstrieren. Aber das Wort ist das Gleiche. Also da müssen wir sehr viel reden, glaube ich, und schreiben. Ja, wobei, also ich persönlich glaube, dass es, also Sophie Scholl ist ein sehr signifikantes Beispiel, aber ich glaube, wir haben da einen viel größeren Trend in dem Versuch, historische, auch positiv besetzte Bestandteile der deutschen Geschichte zu usurpieren oder auch anderer Geschichten. Ich meine, eine politische Stiftung, die relativ nahe steht, solchen Sophie Scholl-Kuckucks-Zitaten, ist die Erasmus-Stiftung, die Erasmus-von-Rotterdam-Stiftung. Und da finde ich auch, also für mich ist das auf derselben Ebene. Ich muss ehrlich sagen, ich sage das jetzt mal ganz, ganz krass, das ist für mich ein kulturpolitischer Skandal, dass die AfD den Namen des großen humanistischen Kosmopoliten Erasmus, natürlich mit Bedacht und Tabubruch, das ist ja alles nicht dumm, ja, sondern es ist sehr berechnet, da also usurpiert für ihre Zwecke. Und die Sophie Scholl ist ein anderes Beispiel. Es gibt auch Anne Frank, leider Gottes, muss man sagen, die da verschiedentlich zitiert wird. Also ich glaube, und vielleicht schließe ich mit der Frage an Frau Friedrich, bevor wir dann auf die Publikumsfragen gehen, sehen Sie denn, würden Sie zustimmen, dass wir bei der Usurpation des Namens Sophie Scholl oder auch der Weißen Rose, die wir gegenwärtig teilweise beobachten, es mit einem größeren Trend zu tun haben, eben auch die Geschichte
ja, so zu biegen, wie man es gerne hätte. Und zwar vor einem Hintergrund, wie heute in den Nachrichten kam, dass die jüngste PISA-Studie wohl gezeigt hat, dass mindestens die Hälfte, wenn nicht mehr, der 15-Jährigen nicht in der Lage sind, Fakten und Meinungen zu unterscheiden. Und ob das nun stimmt oder wie viel man der PISA-Studie glauben muss, sei mal dahingestellt. Aber ein Problem, glaube ich, ist das schon in der Zeit der sozialen Medien und der extremen Pluralisierung der Medienlandschaft, die natürlich auch eine Infrastruktur bietet für alle möglichen Usurpationsversuche. Also würden Sie einer solchen Diagnose zustimmen oder wie schätzen Sie da aus der Situation, aus Ihrer Sicht die Situation ein? Und dann würde ich sagen, wenn Sie die Frage diskutiert haben, geben wir ans Publikum. Ich denke, das ist auch einfach in gewisser Weise eine generationelle Frage und eben auch diese Frage, dass eben Zeitzeugenschaft nach und nach einfach verloren geht. Weil wenn man so ein bisschen nochmal zurückblickt und eben auf Inge Scholl blickt, die ja auch durchaus, wie soll man sagen, ihre kritischen Momente mit der Bundesrepublik hatte. Also sie hat sich jetzt sehr stark in der Friedensbewegung engagiert. Und aber sie hat immer ganz stark gemacht, dass das, was sie tut, kein Widerstand ist. Und dass sie in einer, ja, eben in der Demokratie lebt und dass es absolut nicht vergleichbar ist mit der Diktatur, in der ihre Geschwister Widerstand geleistet haben. Und was da immer ganz wichtig war, eben, dass das, was man da gemacht hat, also eben auch ja, eben dieses friedliche Demonstrieren oder eben auch das Eintreten ja, für eine friedliche Welt, dass das eben auch immer unter diesem, ja, immer im Licht stand, dieses wehret den Anfängen, also wehret der Diktatur, sorgt dafür, dass ihr weiter eben in dieser, ja, freiheitlichen Demokratie, in der wir hier leben können, weiter auch leben könnt. Also das war schon auch immer ein Aufruf, sich zu engagieren, ja, für die Demokratie. Und das, glaube ich, ist schon was, was wir eben auch immer, ja, Herr Hockertz hat es auch gesagt, im Blick behalten müssen. Ja, vielen Dank. Zunächst mal als Zwischenbilanz an die Diskutanten und dann würde ich mit Blick auf die Uhr sagen, wir können sicherlich noch lange diskutieren, aber wir müssen das Ende etwas ins Auge fassen. Und dann würde ich sagen, mit Blick auf die Zeit geben wir das Wort jetzt mal Thomas Schlemmer, der sich jetzt gleich sichtbar machen wird. Da ist er. Und er wird uns ein bisschen erzählen, welche Fragen gestellt worden sind und dann machen wir dann die verabredete Schlussrunde im Hinblick auf die Fragen, die gestellt wurden. Thomas, bitte. Ja, guten Abend an unser Podium und an alle Zuschauerinnen und Zuschauer, die sich zugeschaltet haben. Ich moderiere hier den Chat, der lebhaft, aber nicht so lebhaft ist, dass wir uns nicht ausführlich Ihren Fragen widmen könnten, die so ein bisschen in zwei Richtungen zielen. Es gibt ein sichtbares Bedürfnis, ein paar biografische Details zu klären, und nochmal in die Quellen zu schauen. Und dann geht es auch um die Frage in der Erinnerungskultur, wie auch zu erwarten war. Vielleicht fangen wir mal mit den Detailfragen an. Eine richtet sich direkt an Sie, Herr Hockertz. Sie haben ja gesagt, also Sophie Scholl war der Überzeugung, dass der Widerstand im inneren Kreis der Weißen Rose nicht allein von Männern getragen werden sollte. Und da ist die Frage aufgetaucht, ob es dafür einen Quellenbeleg von Sophie Scholl selbst gibt. Und vielleicht machen wir mit den Detailfragen zur Biografie nochmal weiter. Eine Frage lautet, wann sich Sophie Scholl genau den Jungmädeln angeschlossen hat. Mit 13 oder nicht schon mit 12 Jahren? Und dann noch eine Frage, die sich in diese Richtung zielt, ob es einen Beleg dafür gibt, dass Hans und oder Sophie Scholl an einem der NSDAP-Parteitage in Nürnberg teilgenommen haben. Das ist wohl eine Frage, die die Rundgangsleiterinnen und Rundgangsleiter im Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände immer wieder auch gestellt bekommen. Dann sind wir bei den drei Fragen in Richtung Erinnerungskultur. Da ist eine Frage gestellt worden zu den Persilscheinen und auch zu dem Verhältnis der Familie Scholl zu Robert Mohr, dem Gestapo-Beamten, der Sophie verhört hat. Und eine Frage lautet, ob nicht das Motiv der Vergebung, das christliche Motiv der Vergebung, auch eine Rolle gespielt haben könnte, dass Robert Scholl so ausgiebig und freigiebig mit Persilscheinen war. Oder auch, dass es so eine Art besondere Beziehung gegeben hat
zwischen, wie so oft bei Entführern und Entführten sich beobachten lässt, zwischen jemand wie dem verhörenden Gestapo-Beamten, der der Familie ja doch in gewisser Hinsicht sehr nahe gekommen ist, und den Opfern selber. Eine sehr interessante Frage, finde ich, berührt das Verhältnis zwischen dem Widerstandsgedenken und der Teilung Deutschlands und fragt nach der Rolle der Weißen Rose in der Diskussion und in der Erinnerung über den Widerstand in der DDR. Das ist ja etwas, was man tatsächlich leicht vergisst und übersieht, wenn man diese Diskussion behandelt. Und die letzte Frage zielt so ein wenig auf das, was am Schluss diskutiert worden ist, nämlich auf welche Art und Weise man durch die Vermittlung gesicherten Wissens einen Missbrauch der Weißen Rose und Sophie Scholl in Sonderheit verhindern kann und welche Mechanismen des Transfers gerade eine jüngere Generation ansprechen könnte. Das waren die Fragen aus dem Chat. Ich sehe jetzt auch keine weiteren mehr. Und wir werden den Chat dann auch mit Blick auf die Uhr und auf die Schlussrunde schließen, auf die ich mich schon freue. Ja, vielen Dank für die Fragen und für Ihre Präsentation, Thomas Schlemmer. Ich würde tatsächlich vorschlagen, dass wir jetzt eine Schlussrunde machen, wo Sie auch die Gelegenheit haben sollten, noch andere Aspekte, die auch auf dem Podium noch schon besprochen worden sind, nochmal aufzunehmen und das vielleicht in ein Schlussstatement zu übersetzen. Herr Hockertz, wenn es Ihnen recht ist, fangen wir mit Ihnen wieder an. Es gab ja auch eine Frage, die ganz direkt an Sie gestellt wurde. Und dann würde ich vorschlagen, gehen wir in der Reihenfolge, wie wir angefangen haben, auch wieder ans Ende. Also erst Herr Hockertz, dann Frau Gottschalk und dann Frau Friederich, wenn es Ihnen recht ist. Ja? Also es geht auch schon um ein Schlussstatement bei dieser Runde. Also ich will mich jetzt nicht kategorisch festlegen, aber wir sollten ein bisschen auf die Zeit gucken. Ja. Ich wollte mich nur vergewissern. Die Frage, ob Sophie wusste, dass sie sich auch gegen Männermann durchsetzen muss, naja, da ist eben das klassische Beispiel, dass sie bei diesen Graffiti-Aktionen mitmachen wollte. Sowohl sie als auch Hans haben im Verhör in der Geständnisphase diesen Punkt zum Thema gemacht. Ich wollte mit, aber ich durfte nicht mit. Hans hat gesagt, Mädchen dürfen sowas Riskantes nicht tun. Dabei hatte Sophie sogar noch eine eigene Tarnungsidee. Sie wollte nämlich auch deswegen mitmachen, damit im Notfall sie wie ein Liebespaar mit einem der Männer weiterziehen könnte. Die haben ja darüber gesprochen. Sie durfte nicht. Aber man weiß auch von Christoph Probst und Alexander Schmorell, die haben Aussagen gemacht im Verhör, wie bei unserer politischen Diskussion waren die Mädchen gar nicht dabei. Kann natürlich auch eine Schutzaussage gewesen sein, aber da kommt so ein Zungenschlag, das ist Männersache. Und dagegen ging Sophie schon an und wie gesagt, am 18. Februar war sie, wenn man so will, ganz im Zentrum, allein mit ihrem Bruder. Die Aktion des 18. Februar, die zur Verhaftung führte, war die erste und einzige Aktion, die die beiden alleine gemacht haben. Insofern ist die Rückerinnerung Weiße Rose an die Geschwister auch durch diese Aktion geprägt. In Wirklichkeit war aber Alexander Schmorell zum Beispiel als Flugtextschreiber zentraler. Vielleicht kann ich die Frage aufgreifen mit der DDR. In der SBZ-DDR ist sehr früh auch so etwas wie ein Weiße-Rosen-Gedenken lebendig geworden. Ich glaube, schon 1949 wurde die erste Schule nach den Geschwistern Scholl oder Sophie Scholl in der DDR benannt. Es gab ein ziemlich kontinuierliches Weiße-Rose-Gedenken in der DDR, wenn auch nicht so ausgedehnt wie in der Bundesrepublik. Es gab auch schon 1960, glaube ich, eine Sonderbriefmarke Geschwister Scholl. Um das zu erklären, muss man Folgendes sagen. Die Flugblätter der Weißen Rose argumentierten, lasst euch nicht den Bolschewistenschreck einjagen, um durchhalten bis zum Schluss. Nicht? Also die Nazi-Propaganda sagt ja, wenn wir verlieren, dann kommen die Bolschewisten und dann ist alles ganz schlimm. Das war ja die Durchhaltemasche. Und die Flugblätter der Weißen Rose argumentierten, lasst euch davon nicht beeindrucken. Unsere Niederlage ist die Bedingung der Notwendigkeit, einen neuen Anfang zu machen. Und da zweimal in den Flugblättern steht, lasst euch den Bolschewistenschreck nicht einjagen, war das für die SBZ-DDR später eine ganz gute Anknüpfung. Und weil in einem der Flugblätter steht, in der Nachkriegszeit muss ein vernünftiger Sozialismus herrschen, so diese Formulierung, war das auch ein Anknüpfungspunkt. Kurzum, in der DDR galt die Weiße Rose als so etwas wie sozialistischer Antifaschismus.
Aber, das gehört auch zu dem Bild, die Verhörprotokolle, die ja in der Hand der Staatssicherheit waren, sind in der DDR, in dem SED-Regime nie freigegeben worden. Niemals freigegeben worden. Deswegen hat die Forschung ja erst nach 1990 so einen großen Auftritt bekommen, weil man dann ja mal die Verhörprotokolle hatte. Sie wurden nie freigegeben aus Furcht, dass sonst vielleicht das Monopol des kommunistischen Widerstands ein bisschen in Frage gestellt würde, wenn sehr stark auf die weiße Rose geachtet wird. Insofern muss man den Frage zwiespältig beantworten. Auf der einen Seite eine gewisse Linie der Ehrung, auf der anderen Seite eine Verschlusssachenhandhabung der Verhörprotokolle. Als Schlussstatement würde ich ganz gerne Folgendes betonen. Die Geschwister Scholl, nein, die Weiße Rose wollten etwas erreichen. Sie wollten zum Sturz des Regimes beitragen. Und auch überregional. Das heißt, das Flugblatt 5 wurde ja auch in Frankfurt verbreitet, in Linz, in Wien, in Stuttgart verbreitet, in Augsburg verbreitet. Wir haben jetzt durch die Flugblätter des 18. Februar München im Fokus. Aber das Flugblatt 5 hatte einen ganz anderen Horizont und wollte reichsweit verbreitet werden. Deswegen nannte sich die Weiße Rose auch überhaupt nicht mehr Weiße Rose, sondern bei dem 5. Flugblatt steht oben Widerstandsbewegung in Deutschland. Also sie hatten diesen Anspruch, etwas zum Sturz beizutragen des Regimes. An diesem Anspruch sind sie gescheitert. Mussten sie scheitern. Wenn auch nicht mal die Militärs es geschafft haben, das Regime in die Knie zu zwingen, wie sollen denn diese 12, naja, im Umkreis waren sogar 16, 18 Leute, wie sollen sie es denn schaffen? Außerdem, als ich vorhin sagte, in den Flugblättern steht, unsere Niederlage, also ich übersetze das jetzt, ist die Bedingung der Notwendigkeit für einen freien Anfang, war völlig klar, dass sie keinen Erfolg haben konnten. Denn die allermeisten Deutschen wollten keine Niederlage. Das heißt, sie haben hier an dem entscheidenden Punkt des Selbstverständnisses der meisten Deutschen vorbeigesprochen. Also sie konnten keinen Erfolg haben. A, sie hatten kein Militär, keinen Putsch. Und B, sie hatten eine Argumentation, die an den Ohren der meisten Volksgenossen voll vorbeigegangen ist. Aber daneben wollten sie auch ein Zeichen setzen. Ich will ein kurzes Zitat von Thomas Mann bringen aus BBC im Mai 1942. Möglicherweise war das sogar ein Anstoß für das erste Flugblatt. Denn es gibt eine gewisse Textübereinstimmung von dieser BBC-Rede und dem ersten Flugblatt. Und da sagt Thomas Mann, das Erste und Geringste, was die Welt vom Volk der Deutschen erwartet, ist ein Zeichen, dass es gewillt ist, nach langer Verirrung ein neues Leben zu führen. Und an dem Ziel, ein Zeichen zu setzen, sind sie nicht gescheitert. Vielen Dank, Frau Gottschalk. Ja, ich suche mir jetzt auch noch mal so ein paar Fragen raus, wo mir gerade was zu einfällt. Einmal das wegen des Reichsparteitagsgeländes. Hans war ja auf dem Reichsparteitag der Freiheit. Der war auf jeden Fall dort und soll dann mit dem Funken des Zweifels zurückgekommen sein. Das hat Inge Scholl so behauptet. Das haben ja jetzt inzwischen genügend Historikerinnen und Historiker nachgewiesen, dass das nicht stimmt. Aber dort war er also auf dem Gelände. Das war, glaube ich, die Frage. Von Sophie weiß ich jetzt nichts davon, dass sie in Nürnberg auf dem Reichsparteitag irgendwo gewesen sei. Zu der Frage mit den Mädchen, also ob sie der Meinung war, dass der Widerstand nicht auf die Männer beschränkt sein darf. Da gibt es verschiedene Stellen, wo sie ganz klar macht, dass sie sich als denkende Person, als denkende Frau versteht und auch so gesehen werden will. Bis hin zum Verhör auch. Also will jetzt nicht die ganzen Quellen nennen, aber ich denke, das kann man wirklich so behaupten. Das war für sie, das hat sie nicht akzeptiert, dass das eine Sache der Männer gewesen sein soll. Zu der Frage, was machen wir heute, um etwas gegen die Vereinnahmung zu setzen oder um dieses Bild, die Bildung sozusagen da voranzutreiben, das Wissen über die Weiße Rose und über Sophie Scholl. Da denke ich, können wir immer nur versuchen, eben Bildung sozusagen dagegen zu setzen in Schulen. Ich bin sehr viel in Schulen unterwegs und glaube, dass junge Menschen sich sehr berühren lassen von der Geschichte von Sophie Scholl und der Weißen Rose. Und möchte kurz darauf hinweisen, für alle, die hier zuhören und Instagram haben, es gibt ein wirklich sehr tolles Projekt, das heute gestartet ist, ein Instagram-Projekt, Ich bin Sophie Scholl heißt das, wo wir jetzt ab heute, wo Sophie sozusagen 1942 nach München gereist ist, bis zu ihrer Verhaftung sie begleiten können, ein sehr ehrgeiziges Projekt des Bayerischen Rundfunk und des SWR mit einer Berliner Firma gemacht, tollen Schauspielern, tollen Drehbuchautorinnen,
Ich finde, das ist eine gute Form, auch zu sagen, wir können auch auf diesen neuen Medien auch diese Geschichte erzählen. Das ist ein anderes Erzählen als das, was wir in Büchern machen oder was in Filmen gemacht wird. Wir können es auch dort erzählen. Wir müssen es vielleicht auch dort erzählen, damit die Leute eben überall, wo sie unterwegs sind, auch auf die richtigen Informationen zu der Geschichte stoßen können. Ja, vielen Dank, Frau Friederich. Ja, ich möchte gerne dann nochmal auf das Thema Persilscheine und auch Robert Mohr eingehen. So ein paar Sachen habe ich ja schon gesagt. Also wie gesagt, viele Sachen weiß ich dazu auch nicht. Aber was ich da nochmal stark machen möchte, ist, dass wir uns ja wirklich vor Augen halten müssen, als Hans und Sophie Scholl am 22. Februar 1943 hingerichtet werden. Inge Scholl kommt am 23. Februar morgens nach München und will nochmal ihre Geschwister sehen und erfährt von der Sekretärin im Justizpalast, dass sie hingerichtet wurden. Und ich glaube, wir müssen einfach auch diesen Bruch in der Familiengeschichte sehen und eben auch das Bedürfnis der Familie, diesen Teil der Geschichte, der einfach nicht mehr zu ihrer Geschichte gehörte, wieder zurückzuerobern. Und dadurch, dass man, also dass vor allem Inge Scholl eben auch im Grunde nichts über den Widerstand wusste, sie kannte auch die Flugblätter zum Beispiel nicht, dadurch wurden eben auch die Erinnerungen von Robert Mohr eben so unglaublich wertvoll, von Else Gebel oder auch von Helmut Fietz, dem Zellengenossen von Hans Scholl. Und ich glaube, wir müssen das immer ein bisschen ja, unter dieser Perspektive sehen, dass es eben eine Familie ist, die einfach ja, was ganz Wertvolles verloren hatte und die eben versucht, sich ihren Teil der Geschichte ja, wieder zusammenzubauen und wieder zu einer sinnvollen Familiengeschichte zu kommen. Und es mag gut sein, dass wir eben an manchen Punkten, es gibt ja viele Stellen, wo Inge Scholl sich auch manchmal ja, schwierig verhält oder wurde auch immer vorgeworfen, dass sie eben in ihrem Buch Die Weiße Rose eben ungerechtfertigterweise ihre Geschwister in den Mittelpunkt stellt. Das kann man auch so lesen. Aber man muss eben auch sehen, dass ohne die, die erinnern und ohne die, die wirklich bereit sind, ihre Familiengeschichte zu teilen, wir eben auch keine Erinnerung hätten. Herr Rockers hat das ja auch schon kurz angesprochen, ohne diese Erinnernden, die bereit sind, ihre Erinnerung zu teilen, haben wir eben auch keine kollektive Erinnerung. Ja, vielen Dank. Ich glaube, der Kern der meisten Fragen, die gestellt worden sind, ist hinreichend beantwortet worden. Thomas Schlemmer nickt. Dann würde ich sagen, können wir nochmal Ihnen allen in dreien ganz herzlich danken für diese interessante Diskussion. Ich möchte auch Thomas Schlemmer sehr danken für die Aufbereitung der Fragen und dann auch den Damen und Herren im Hintergrund, die Sie gar nicht sehen können. Das ist einmal Nadine Gebhardt, die das Ganze hier gehostet hat, auch technisch gehostet. Simone Paul-Michel, unsere Pressesprecherin, die die Veranstaltung mit organisiert hat. Und last but not least auch unseren Facility Manager und Computerexperten Karl Zacher. Ohne diese drei wäre diese Veranstaltung so auch gar nicht möglich, das technisch so zu machen. Also ganz herzlichen Dank auch an dieser Stelle. Ich möchte vielleicht schließen mit einer Überlegung, die eine Strecke weit banal ist, aber ich glaube, es ist doch auch immer wieder ganz wichtig, daran zu denken. Also Herr Hockert sagt ja, das politische Ziel, und das ist, glaube ich, aus den Flugblättern je länger, desto mehr ganz klar herauszulesen, ist der Sturz des Regimes gewesen. Ein Ziel, was aus Gründen, Sie haben es gesagt, die auf der Hand liegen, unerreichbar war. Aber die Unerreichbarkeit liegt, glaube ich, eben auch nicht nur daran, dass es keine Waffen gab, kein Militär und so weiter, sondern es ist eben eine psychologische Disposition in der Mehrheitsgesellschaft der Demokratie, der Diktatur, die nicht überwindbar ist. Also das fünfte Flugblatt hat ja diesen, wie ich finde, sehr eindrucksvollen Appell, entscheidet euch, ehe es zu spät ist. Entscheidet euch, mit dem Unrecht Schluss zu machen, wie ja überhaupt die Weiße Rose eine der ganz wenigen Widerstandsgruppen gewesen ist, die den wirklich verbrecherischen Kern des NS-Regimes nun auch wirklich bis hin zur Judenermordung genannt hat. Das ist ja in der Widerstandsgeschichte alles andere als selbstverständlich. Also das steht hier drin und der Appell an die Deutschen ist, und zwar an alle Deutschen, ihr müsst euch jetzt dagegen entscheiden, ansonsten macht ihr euch mitschuldig. Und das ist natürlich letztlich eine Illusion.
wie man ja auch sieht an der Weitergabe des ersten Flugblattes gleich an der Gestapo von, ich glaube, einem Drittel der Adressaten, die Menschen, die nicht zu den Helden geboren sind, die können sich in einer solchen Situationen nicht gegen etwas entscheiden, was dann doch gefährlich ist, was als bedrohlich aussieht oder auch gegen etwas, was sie auch mittragen irgendwo. Und das ist die Situation in Diktaturen. Und deswegen, glaube ich, ist dieses Prinzip, dieses Obsta, über das wir vorher kurz auch gesprochen haben, nach wie vor eine, wenn auch banale, aber doch, glaube ich, ganz wichtige Einsicht, die man in die Mechanismen von Diktaturen hat und die man kennt. Und dafür ist die Geschichte der Weißen Rose und Sophie Scholz im Besonderen, glaube ich, auch ein wichtiges Beispiel. Also vielen Dank nochmal für die Diskussion. Vielen Dank auch für das für uns imaginäre, nicht sichtbare Publikum, für die Geduld und auch die Fragen. Und damit beende ich die Diskussion und wünsche Ihnen allen keinen guten Heimweg, weil Sie wahrscheinlich ganz überwiegend zu Hause sind. Aber auf jeden Fall noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.